Die Grundidee bei den Fahrdynamiksystemen ist, Radschlupf zu vermeiden. Die erste Patentanmeldung von 69. 78 Digitaltechnik mit integrierten Schaltkreisen. Diese Geräte können jedes Rad einzeln abbremsen für die Stabilitätsregelung vom Fahrzeug. Man will den Abstand messen. Zwischen 1975 und 80 sind die schon mit Radar rumgefahren. Das ist das erste Fahrzeug, welches durch ein Modell gesteuert überwacht wird. Mit Pre-Safe bekommt das Fahrzeug Reflexe. Es wartet nicht, bis der Aufprall stattfindet. Also der Elch, heute können wir drüber schmunzeln. Dieser eine Elch hat vielen, vielen Menschen das Leben gerettet. Schwitzen Sie jetzt vor Angst, Herr Schlörber? Und du hast mich da reingequatscht. Ein traumhafter Oktobermorgen in Immendingen, nicht weit weg vom Nordwestzipfel des Bodensees. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Nicht nur wegen dieses Fahrzeugaufgebots von Mercedes-Benz Classic, mit dem wir uns noch ausgiebig beschäftigen werden. Wir befinden uns hier am Rande des größten und gerade erst neu eröffneten Prüf- und Technologiezentrums der Daimler AG. Und das ist mehr als beeindruckend. Wir haben größenordnungsmäßig knapp 70 Kilometer Straßen, davon ungefähr 55 Kilometer Straßen asphaltiert. Der Rest Schlechtweg oder Offroad. Ich sage circa, denn Offroad ist Offroad, da kann man nicht alles messen. Wir haben da auch Gelände, wo wir wirklich, wirklich querfeld einfahren dürfen. Wir haben eine Bertha-Fläche, einen Bereich zum Erproben und Testen hochautomatisierter Assistenzsysteme, die 10 Hektar, 100.000 Quadratmeter hat. Wir haben daneben eine Fahrdynamikfläche mit 9 Hektar, 90.000 Quadratmeter für fahrdynamische Manöver. Also ein tolles Gelände und alles naturschutztechnisch überkompensiert, da sind wir auch stolz drauf. Es ist ein schönes Gelände, nicht nur für einen Fahrzeugentwickler, sondern auch für die Natur, für die Tiere, Wildkorridor, Ausgleichsmaßnahmen, Magerwiesen, um nur ein paar Schlagworte zu nennen. Wir sind stolz drauf und wir freuen uns alle hier jetzt wirklich die Ärmel hochzukrempeln und noch mehr loszulegen, als wir es jetzt im Anlauf in dem letzten Jahr schon getan haben. Es ist ein glücklicher Umstand, dass die Bundeswehr dieses Gelände freigegeben hat und wir die Chance hatten, ohne Proteste der Bevölkerung, die man gut eingebunden hatte, das zu realisieren. Ich möchte hier wieder anfangen, aber ich bin zu alt dafür. Ich würde sie sofort nehmen, Herr Professor. Okay. Der Insider ist, er hat mich damals eingestellt. Ach so. Man freut sich natürlich, wenn ein solches System dann weiterentwickelt ist und wenn man tatsächlich mit seinem neuen Auto immer wieder diese Systeme im Einsatz prüfen kann und sehen kann, was unsere Nachfolger dann daraus gemacht hatten, die Vision erfüllt hatten, die wir damals haben. Also ABS hat die Eigenschaft, dass ich voll bremsen kann, einen kurzen Bremsweg habe und voll lenken kann. Eine Eigenschaft, die es früher nicht gab, beziehungsweise die nur ein versierter Fahrer kann oder konnte. Heute kann das jeder. Jetzt haben wir hier den lieben Herrn Deppe vom Mercedes-Benz Passion Blog. Und der pilotiert uns jetzt hier im 6.9 auf die Rutschplatte für den ABS-Test. Jetzt sind wir mal gespannt. Ja, hier mit drei Fingern am Lenkrad. Zum Rangieren. Ja. Wie viel hat er auf der Uhr? 9600 Kilometer hat dieser Wagen. Und wird jetzt hier fahrdynamisch getestet. Wahnsinn. Also der erste Versuch war auf der Einfahrbahn in der Türkheim. Und ich war total beeindruckt von dem ABS, was es damals schon gab, als ich als junger Ingenieur anfing, erstmalig fahren durfte, war mir klar, das System ist bahnbrechend. Mit ABS ist es erstmals möglich, gleichzeitig zu bremsen und zu lenken. Ist ABS eingeschaltet, folgt das Fahrzeug trotz Vollbremsung dem Fahrbahnverlauf. Bei Bremsbeginn hat der Wagen eine Geschwindigkeit von 110 km pro Stunde. Kein Rad blockiert. Okay, Bahn steht für Sie. Bald bereit sind Kapitän. Also ich bin bereit. Voll durchbeschleunigen. 6 vorne richtig fordern. 70 km/h brauchen wir hier. Und an der ersten Pylone. Die Bremse ist auf.
Ich habe noch eine Weile nachgeschwungen. Sehr gut, hast du echt gut gemacht. Ja. Der Bahn steht auf, jetzt im zweiten Haus ohne Abwehr. Also es gibt zwei Dinge. Einmal die Elektronik, die Digitaltechnik, der Starter Digitaltechnik und die Hydraulik mit den schnell schaltenden Ventilen, die in einem Takt von 2 Millisekunden schalten können. Sensoren an allen 4 Rädern. Sie geben bei Blockiergefahr Signale an das elektronische Steuergerät. Dieses verarbeitet die Signale und gibt an die Hydraulikeinheit den Befehl, den Bremsdruck an dem betreffenden Rad so weit abzusenken, dass das Rad optimal bremst, aber nicht blockiert. Sensoren, elektronisches Steuergerät und Hydraulikeinheit zusammen ergeben das Anti-Block-System. Die 4 Radsensoren sind hier mal dargestellt. Einmal die erste Stufe, 66 Reibradsensoren. Da war die Vorgabe von dem Fahrzeughersteller keine Änderung an der Fahrzeugachse, sodass man also den Reibradsensor in die Radschüssel einbringen musste. Und der letzte Stand sind die Startsensoren. Und das hat sich insgesamt dann so entwickelt, ja. Das sind also die Patentanmeldungen. Das ist ja der sogenannte Narbensensor. Der hatte dann also für jede Beschleunigungsrichtung eine Schwungmasse. Und das war dann also die Lösung, wie es in der Presse 70 gezeigt wurde, mit einer Schwungmasse und kombiniert mit einem kleinen Impulsgeber. Das waren also die Unterlagen dann für die Hinterachse. Die Hinterachse brauchte damals noch einen Schleifring, was dann aber später bei der Pressevorstellung durch einen einfachen Impulsgeber ersetzt wurde. Und das ist also hier die erste Patentanmeldung von 69 mit der sogenannten Rückförderpumpe, die heute noch existiert. Damals also Freikolbenpumpe, wenn also ein Druck entnommen werden musste, ist der dann also in die Freikolbenpumpe und die hat es dann wieder zurückgedrückt ans Pedal, daher das Pulsierende. Und das waren dann die konstruktiven Ausführungen. Einmal für rein ABS und später in der Ausführung ja für ESP. So, und das ist also nun die Elektronikentwicklung. Ja, die haben wir jetzt hier auf dem Tisch. Die haben wir am Tisch liegen. Das war das ist noch 70, das war noch Teldix, ja, 1000 Bauelemente, Analogtechnik. Das war 78, Digitaltechnik mit 3 integrierten Schaltkreisen. Das ist das Bosch-Teil hier? Das ja. Ist Bosch. Das Steuergerät bewirkt, dass der vom Fahrer vorgegebene Bremsdruck an den Rädern so weit abgesenkt wird, dass die höchstmögliche Bremsverzögerung erreicht wird, jedoch keines der Räder blockiert. Hier die heutige Ausführung ja. Mit einem Großschaltkreis und nur noch 30 Elementen. Der nächste Schritt war natürlich die Hydraulik. Hier auf der rechten Seite ist mal der Schritt gezeigt von 78 mit 6 Kilo auf heute 1,1 Kilo. Das drüben können Sie es vielleicht besser entnehmen. Und das ESP wandelt sich dann mit einer sehr neuen von 95 mit 4,3 Kilo zum heute auf 1,6 Kilo. So, Herr Deppe, Sie geben mir jetzt gleich einen aus, wenn Sie irgendwie einen von den Würfeln berühren. Das werden wir schaffen. Alles auf geht's im Auto ohne ABS. Bahnfrei, zweiter Durchgang jetzt, voll durchbeschleunigen. Draufbleiben auf dem Bodenblech bis zur ersten Minute. Erst dann vom Gas gehen und auf die Bremse. Okay, hat gepasst. Ich glaube, das sind gute Aufnahmen mit der GoPro geworden. Die armen Autos werdet ihr euch jetzt denken. Keine Sorge, dazu sage ich später noch mehr. Der Tag in Immendingen war eine wilde Mischung aus Vorträgen und eigenem Ausprobieren. Fahrassistenzsysteme aus 40 Jahren sollten für die Journalisten erlebbar werden. Und das kam sehr gut an. Der enge Zeitplan war allerdings nicht ganz so ideal für Video. Ich habe also, wie immer, einfach draufgehalten und versucht, hinterher alles so zusammenzupuzzeln, dass ein roter Faden erkennbar wird. Wo immer es passt, garniert mit wahren Schätzen aus den Tiefen des Daimler Filmarchivs. Das soll ein wenig dafür entschädigen, dass es manchmal etwas gehetzt zugeht. Ich hoffe, ihr habt dennoch Spaß.
vom ASD über das ASR hin zur Firmatik alles mitgebracht. Und was wir auch mitgebracht haben, ist der Herr Knote, der Entwickler dieser ganzen Systeme. Und an dem würde ich jetzt ganz gerne übergeben. Gut, ich sag mal zu der Bemerkung Entwickler dieser Systeme. Ich war bei der Erprobung und der Entwicklung der Systeme dabei. Die Logik, die Mechanik, die Hydraulik haben Kollegen entwickelt. Wir haben darüber befunden, geht es nur zusammen oder geht es nicht? Und dass es geht, wollen wir Ihnen heute zeigen. Zur aktiven Sicherheit wurde zum Konzept aktive Sicherheit 1986 im Januar in Arjeplog in Nordschweden das Konzept aktive Sicherheit bestehend aus automatischem Sperrdifferential, aus der Antriebsschlupfregelung und aus dem Firmatik zusammen vorgestellt. Die Systeme beinhalten im Prinzip alle schädlichen Schlupf am Rad zu verhindern. Sowohl im Traktionsfall als auch im Stabilitätsfall und auch bei beiden zusammen, wie es Firmatik kann. Was die Systeme können, können wir hier an der Disziplin im Traktionsfall zeigen. Und heute Nachmittag ASR auch im Stabilitätsfall da drüben. Denn ASR kann nicht nur Traktion, sondern es kann auch Stabilisierung des Fahrzeugs. Es ist im Grunde genommen der Vorläufer von ESP. Weil ein ganz wichtiger Punkt ist bei allen Systemen, dass sie auch eine Fahrerinformation liefern über den Zustand der Straße, über die Möglichkeiten, eben zu viel Schlupf zu bekommen. Dann fängt nämlich eine Warnlampe im Kombi-Instrument anzuleuchten und gibt Ihnen eine Information über den Fahr- und Straßenzustand. Ganz wichtig, ohne das hätten wir es nicht gemacht, weil das für uns eben ein ganz wichtiger Punkt der Fahrerinformation und des Assistenzsystems ist. Fahrzeug mit einem automatischen Sperrdifferential zeigt man Ihnen hier die Sperrwirkung. Das automatische Sperrdifferential schaltet auf dem Ausgleichsgetriebe mit begrenztem Schlupf. Das hat einen Sperrgrad von 35% und bei ASD wird dann über die Hydraulik werden Lamellen verspannt und Sie haben dann einen Sperrgrad von 100%. Das ist also ein reines Traktionssystem. Wir schalten das System ab bei 40, weil 100% Sperre im höheren Geschwindigkeitsbereich nicht so das Wahre ist. Bei Niedrigwert und schrägen Straßen kann das passieren, dass dann eben das Fahrzeug hinten wegrutscht. Und es kann auch auf hohem Reibwert dann zu Untersteuern führen, dass wenn hinten die Räder gesperrt sind, das Auto nicht mehr richtig lenkfähig ist. Weil das Kurvenäußerrad muss halt nur mal mehr Weg zurücklegen als das Kurveninnerrad. So einfach ist die Geometrie und die Physik. Schlupf, dann hat das System sensiert, blockiert und dann ging es vorwärts. Der Witz bei dem System ist auch noch, dass es lernfähig ist. Also wenn ein vergeblicher Anfahrvorgang erfolgt ist und er in der Zwischenzeit nicht die Bremse betätigt, dann fahren Sie sofort im gesperrten Zustand. Ansonsten müssten Sie wieder, was weiß ich, einen Meter oder einen halben Meter zurückrollen und sich eine neue Stelle suchen, die noch nicht poliert war. Ne? Ja. Und das ist eine ganz geckige Geschichte. Ab 1986 war ASR als SA erhältlich und ASR war damals wirklich der Einstieg in ein Stabilisierungssystem, wo über Bremseneingriff und über Motoreingriff
das Fahrzeug stabilisiert wird. Hier sehen Sie Traktion, heute Nachmittag sehen Sie Stabilisierung. Und man kann im Grunde genommen sagen, ASR ist der Vorläufer von ESP. Bremseneingriff an einer Achse. Damals gab es halt noch keine Gierratensensorik. Und deshalb ist eben ESP dann, hat es dann noch eine Weile gedauert, bis ESP gekommen ist. Und die Sperrwirkung wird hier halt über den Bremseneingriff an der Hinterachse gewährleistet. Das Moment, was runtergebremst wird, wird auf der anderen Seite auf den Hochhaltwert abgesetzt und treibt dann das Fahrzeug nach oben. Man muss hier vorsichtig anhören, wegen der Bodenfreiheit unten vom das Rad immer wieder ganz kurz gehalten wird und er so getaktet hochfährt. Die Besonderheit hat ASR noch mit dem Schneekettenschalter. Es gibt bestimmte Fahrbedingungen, zum Beispiel im Tiefschnee, wenn Sie Ketten aufgelegt haben, da brauchen Sie mehr Schlupf, um sich frei zu fräsen. Und mit dem Schneekettenschalter wird eben die Schlupfgrenze ab angehoben und damit können Sie dann mit Schneeketten sich durchfräsen. Und wenn Sie den nicht hätten, würde über den Schlupf das Motormoment so zurückgenommen werden, dass sie ja, sagen wir, im Extremfall fast zum Stehen bleiben kommen. Aber Schneekettenschalter aus Sicherheitsgründen auch nur aktiv bis 40 Stundenkilometer. 40 km/h. Das sollte reichen, um den 560er auf nasser Fahrbahn in die stabile Seitenlage zu bekommen. Und tatsächlich, genau das hat der gute Mann hier vor. Ja. Also wie gesagt, wir haben ja praktisch an dem Fahrzeug jetzt nur ASR bei dem Fahrzeug. Kein ESP, einfach um den Schlupf zu verhindern. Haben aber einen Schneekettenschalter, wo wir mehr Schlupf zulassen können. Also die erste Runde werden wir jetzt einfach mal mit System ganz normal eingeschalten fahren, zum Demonstrieren, was, sag ich mal, das ASR, wo wir keinen Schlupf haben, einfach das Fahrzeug auch fahrstabil macht. Also einfach, dass wir auch Gas geben. Fahren wir hier ein, beschleunigen voll durch. Und man merkt, es passiert eigentlich nichts, sag ich mal, also instabil, weil einfach kein Schlupf zugelassen wird und dadurch auch die Hinterachse nicht abreißt, ich sag mal, mehr ins Übersteuern kommen würde. Es gab natürlich das Problem, wenn man jetzt Schneeketten angelegt hat im Winter, hat man praktisch, man hat ja keine feste Verbindung zu der Schneekette und hat dann praktisch ja immer ein bisschen Schlupf gehabt und dann hat es ja komplett weggeregelt. Also man wäre praktisch fast gar nicht mehr weggekommen. Deswegen hat man den Schneekettenschalter eingebaut, einfach um die Schlupfgrenze ein bisschen nach oben zu erweitern. Und also er schaltet jetzt nicht komplett ab, das ASR, aber wir haben ein bisschen mehr, sag mal, Bandbreite, wo wir jetzt mal schauen werden, was passiert, wenn wir ein bisschen mehr Schlupf haben und wir, sag ich mal, auf glattem Untergrund unterwegs wären oder so und dann unkontrolliert Gas geben würden. Beschleunigen wieder durch. Da merkt man dann doch schon, was mehr Schlupf auf einmal ausmacht. Wo man praktisch, wenn man jetzt, sag ich mal, falsch reagieren würde im Fahrzeug, schon ein sich eindrehendes Fahrzeug hätte oder einfach, ja, nicht mehr sicher auf der Straße ist. Was natürlich auf Eis und Schnee, sag ich mal, noch extremer ist, wo das schon auf einer Geraden passieren kann. Wenn ich einfach auf der Geraden durchbeschleunige, fängt das Fahrzeug auch zum Schwänzeln an und könnte dann praktisch ausbrechen und mich eindrehen. Machen wir es einfach nochmal. Es gibt, glaube ich, Schlimmeres, also. Und beschleunigen wieder durch. Merkt man auch schön, wie man in so einer schönen alten 126er S-Klasse doch leichten Drift fahren kann und das geschaukelt lässt, ist auch noch live dabei. Man muss aber noch dazu sagen für die Kamera, dass der letzte je gebaute 126er, der Bandabgänger, der wird hier durchgeschüttelt und wir haben 4081 Kilometer drauf. 80 allein in der Kurve. Naja, na gut.
warum ich immer mit dem Bandabgänger nerve? Weil es mir körperliche Schmerzen bereitet, dass so ein Auto für Fahrdynamikvorführung hergenommen wird. Ich weiß, Autos sollen bewegt und auch gefordert werden. Dafür wurden sie ja gebaut und wer wüsste das besser als der Hersteller selbst, ja. Und ja, Mercedes-Benz Classic sieht sich selbst als rollendes Museum. Exponate aus der Sammlung werden regelmäßig auf die Straßen gebracht und dort oft auch alles andere als schonend bewegt. Haben wir ja selbst auch schon machen dürfen, auf der Mille Miglia, mit dem Flügeltürer. Nur so werden die Fahrzeuge ja überhaupt für ein größeres Publikum erlebbar, wenn sie sonst immer nur Stehzeuge sind. Ich finde aber, dass man dafür Exemplare hernehmen sollte, deren Alleinstellungsmerkmal eben nicht ausgerechnet der unberührte Auslieferungszustand ist. Denn der ist halt unwiederbringlich. Die oft zitierten Bandabläufer sind solche Fahrzeuge. Das letzte produzierte Exemplar einer jeden Baureihe wird feierlich dem Mercedes-Benz-Museum übergeben. Das ist seit vielen Jahren Tradition. In einer idealen Welt würde es dann aber als eine Art Zeitkapsel so aufbewahrt, dass sein Zustand möglichst lange erhalten bleibt. Als Referenzmaßstab oder als Benchmark, wie Herr 3,0 zu sagen pflegt. Quasi das Belegexemplar der höchsten Fertigungsreife einer jeden Baureihe. Das hier sind Aufnahmen aus 2013, als der 560er bei den Classic Days Schloss Duc stand. Wir hatten damals versucht, den unwiederbringlichen Zustand mit der Kamera einzufangen. Das Auto hätte schon damals lieber in einer klimatisierten Vitrine stehen sollen, statt in der Sommersonne zu braten. Wer dann in 50 Jahren wissen will, wie ein fabrikneuer W126 oder auch ein W222 ausgesehen hat, innen wie außen, wie er verarbeitet war und im Idealfall sogar, wie er als Neuwagen gerochen hat, der darf in Ausnahmefällen mal die Haube und die Türen öffnen und sich vorsichtig hineinsetzen. Mehr aber auch nicht. Für alles andere gibt es doch reichlich Gebrauchtwagen. Leider aber wäre das Vorhalten dieser Autos als reine Zeitkapseln wohl zu teuer, selbst für Daimler. Denn die Baureihenvielfalt ist inzwischen viel zu groß, um für jede Serie gleich mehrere Fahrzeuge in der Sammlung zu haben. Eins zum Anschauen, andere zum Fahren. Und deshalb werdet ihr im Verlauf dieses Videos noch mehr Bandabläufer sehen und viele Fahrmanöver und Motordrehzahlen hören, die sich für Liebhaber unberührter Originalzustände anfühlen wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung. Ihr findet, ich übertreibe, alles nur Gejammer? Ihr könnt ja gerne mal unter diesem Video kommentieren, was ihr davon haltet. Seht ihr das genauso streng wie ich oder mache ich mir unnötig Sorgen? Ich bin gespannt. Jetzt aber erstmal weiter im eigentlichen Thema. Die Geschichte der Fahrassistenzsysteme. Jetzt kommen wir zum automatisch zuschaltenden Allradantrieb zur Viermatik. Viermatik hat vier Betriebszustände. Heckantrieb, Vorderachse zugeschaltet mit einer Momentenverteilung von 35 zu 65. Zentralsperre gesperrt über Lamellenkupplung. Und dann noch als vierten Betriebszustand Heck gesperrt. Das ist praktisch ASD, also das automatische Sperrdifferential, ist in dem gesamten System mit drin. Das sind die vier Betriebszustände, die je nach Straßenbedingungen halt dann aktiviert werden, automatisch aktiviert werden. Sie müssen nichts schalten, nichts ziehen und so weiter. Das bei vielen anderen Fahrzeugen damals ja notwendig war. Aber unsere Philosophie, dass der Fahrer eben entlastet wird für die Fahraufgabe, beinhaltet letztendlich ein automatisches Schalten der Systeme. Und auch hier haben Sie die Information im Kombi-Instrument, die Warnleuchte, wenn Schlupf auftritt und das System geschaltet wird, werden Sie angeblinkt. Achtung! Bremsen tut ein Allrad auch nicht besser als ein normaler Antrieb. Und da kann es dann schon eng werden. Also, sagen wir mal, salopp gesagt, Allrad ohne Information kann auch korrumpieren. Was sagten Sie, losfahren tut er immer im Allradmodus? Ja. Ah, okay. Ich starte da immer noch bis 20 Stunden wieder. Ah, okay. Die wurde halt in vielen, vielen Iterationsschritten von den Kollegen in Schweden entwickelt, verfeinert. Wir sind gefahren, haben gesagt,
naja, an der und der Ecke, und da ist unwahrscheinlich viel Hirnschmalz hineingeflossen, sowohl von der Quicksoft war so ein Schlagwort, schnelle Schaltung, aber auch sanft, dass das Ganze eben nicht ruckartig abläuft. Also es war eine interessante Zeit, und ja, wir waren da zusammengerechnet Monate oben. Also ich war bestimmt 50, 60 Mal in Schweden. Gab es meistens zwei Demonstrationszeiten. Die eine war Ende Januar, Anfang Februar, und dann gab es noch einmal Ende der Saison, Ende März. Solange man halt noch auf dem See konnte und nicht untergegangen ist, nochmal eine, wo dann auch in die Zukunft reichende Systeme gezeigt wurden. Und ja. Aber jedes Mal hat mir persönlich das Spaß gemacht, weil da oben ist ein totaler Winter.1997 kam dann in der Baureihe 210 die Nachfolgegeneration 4MATIC, die sich schon technisch unterscheidet. Die hat nämlich dann einen permanenten Allrad, also keinen zuschaltbaren Vorderradantrieb, und hat ESP und 4 ETS mit beinhaltet, wo also die Sperrenwirkung nicht mehr über mechanisch-hydraulische Systeme dargestellt wird, Zentralsperre nicht und auch nicht Hecksperre, sondern wo über Bremseneingriff an Vorder- und Hinterachse die Zentralsperre und die Hinterradsperre funktionsmäßig dargestellt ist. Ja. Und hat den Vorteil, dass das leichtere, weniger Mechanik, weniger Hydraulik-Lösung ist. Und auf der Basis fahren wir heute noch im Prinzip bis hin zur S-Klasse. Haben allerdings die Momentenverteilung im Laufe der Jahre noch einmal geändert. Der hat noch 35, 65 und wir sind dann später auf 40, 60 gegangen. Noch ein bisschen mehr Zuganteil an die Vorderachse gebracht. Warum machen wir nicht 50-50, wie das ein Wettbewerber lange Zeit hatte? Weil da eben ein etwas indifferentes Fahren entsteht. Sie wissen nicht so genau, ja gut, ist der jetzt untersteuernd, ist er übersteuernd, und das wollen wir nicht. Wir wollen schon eine Definition haben, wie der Fahrzustand im längs ausgeglichenen Zustand dann sich darstellt. Zugegeben, diese Metallrampe ist nicht unbedingt die spannendste Art, 4MATIC bzw. 4 ETS in Aktion zu erleben. Trotzdem wollte ich euch den S210 nicht vorenthalten, denn diese E-Klasse-Baureihe kam bei uns bislang immer zu kurz. Eine andere Baureihe auch, und die hängt wirklich untrennbar mit der Geschichte der Fahrassistenzsysteme bei Mercedes zusammen. Ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Dieses Auto schämt sich. Was schämt sich dieses Auto? Erst musste es den Pausenclown in Fußballstadien spielen. Dann zwängten sich viel zu dicke Menschen hinter sein Lenkrad. Und schließlich sollte es auch noch eingebildeten Elchen ausweichen. Das war zu viel für das kleine Auto. Und wie das heute so ist im Leben, wer am Boden liegt, wird auch noch getreten. Einige warfen dem kleinen Auto sogar vor, mit seinem Umfaller den Standort Deutschland in Gefahr zu bringen. Andere demonstrierten hämisch, dass selbst ein Auto, das eigentlich gar keines ist, den Elch nicht fürchtet.
Da endlich griffen die Eltern des kleinen Autos ein. Mit 300 Millionen Mark machten sie aus dem kleinen Auto ein richtiges Auto. Seitdem streckt der Kleine die Nase wieder unerschrocken in den Wind. Auch weil er erfahren hat, dass andere Autos noch viel, viel mehr Angst vor dem Elch haben. Und das vermutlich mit Recht. Also der Elch, heute können wir drüber schmunzeln. Der Elch hat, dieser eine Elchtest hat vielen, vielen Menschen das Leben gerettet. Aber die Entscheidung, ESP, das wir ja schon entwickelt hatten für den C140, also fürs S-Klasse-Coupé, als Sonderausstattung, zu adaptieren, auf die A-Klasse dort einzusetzen, hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wenn es die A-Klasse hat, müssen es alle haben. Und diese Entscheidung hat dann dazu geführt, dass wir innerhalb 2 Jahren unsere gesamte Flotte ausgestattet haben mit ESP und den schon in der Entwicklung sich befindlichen Bremsassistenten. Mit einem der Väter des ESP sitze ich jetzt hier, mit Frank Werner Mohn. Kennt ihr schon aus unserem Video von SimCity damals. Fahren wir mal an den Start, hören wir, was der Matthias uns sagt. Und ach, es ist einfach fantastisch, ein Fahrzeug zu fahren. Ja, man hat ein bisschen Ehrfurcht. Ja, ja, ja. Eigentlich ist fast zu schade. Ein erhabenes Gefühl. Und dann denkt man gleich in so ein hartes Manöver rein. Boah, wird er das können? Jetzt geht's los. So. Okay, Bahn ist frei, Frank Werner kann direkt losgehen. Also wo? Zielgeschwindigkeit, bereite ich auf Vorgröße der Abmessung, der Gewicht. Zack, ey. Sauber durchgefahren. Ha? 25 Jahre ESP und ja, es funktioniert fantastisch. Sauber. Alle Pylone stehen, wie sich das gehört. Alle Pylonen sind stehen geblieben, klar. Lenkradwinkel, rucki zucki mal 800 Grad pro Sekunde. Okay, auf geht's. Der Wagen funktioniert wie heute ein Neufahrzeug. Es ist fantastisch. Ein Vierteljahrhundert Automobilgeschichte und dann immer noch aktiv und immer noch auf dem sicheren Stand. Kunden, die dieses Fahrzeug gekauft haben, sind auch heute noch in der Sicherheitszone abgedeckt. Und das gefällt mir. Das ist schön. Das habe ich jetzt nochmal erlebt. War toll. Ich liebe es. Hab erst angefangen, die Entwickler von Nutzfahrzeug ABS mit der Simulation zu unterstützen. So, dann ein paar Jahre später wurde dann der Großschaltkreis abgelöst durch einen Mikroprozessor. Und dann haben wir gemeinsam mal die ersten Versuche gemacht mit ABS in Mikrocomputer. Danach habe ich dann Abteilung gewechselt. Und dort habe ich vorgeschlagen, eine Stabilitätsregelung zu machen, was heute unter dem Namen ESP bekannt ist. Das erste Projekt, Pilotprojekt, war da mit Mercedes, wurde angefangen 1992 mit einem relativ großen Hydroaggregat, was Sie hier auf dem Tisch sehen. Also das hier, das heißt ABS ASR, aber das für ESP sah genauso aus. Am Anfang haben wir einen Drehratensensor entwickelt, der aus der Luftfahrtindustrie kam. Der war aber zu teuer. Und der nächste Sensor war dann ein mikromechanischer Sensor. Das sehen Sie hier, Drehratensensor für die Giergeschwindigkeit. Und MM3 heißt Mikromechanik. Und das ist schon die dritte Ausführung, die dritte Stufe. Hier sehen Sie den Sensor für die Giergeschwindigkeit. Das schwarze Rechteck ist das Sensorelement und das goldene ist der Mikrocomputer. Ja? Und hier so was Ähnliches für die Beschleunigung. Ja? Und das ist dann der fertige Sensor, der kommt dann hier in das Gehäuse rein, ja, auf einer Platine. Und dieser Sensor ist Standard beim ESP. Die Weiterentwicklung war dann, mit ESP kleiner und kleiner zu werden, billiger natürlich, kostengünstiger. Und momentaner Stand der Technik ist das hier, ESP 9, ja, das ist so groß. Ja, und im Vergleich dazu nochmal das erste. So. Ja, das hat sich einiges getan. Da sehen Sie, wie viel sich da getan hat. Ja, das ist beeindruckend.
Können Sie so für den Laien erklären, was in diesem Gerät passiert? In diesem Gerät können wir eine ABS-Regelung machen, aber auch wir können mit diesen Geräten auch den Druck aktiv aufbauen, ohne dass der Fahrer bremst und zum Beispiel automatische Bremsungen ausführen. Das kann das Gerät, und das Gerät kann das nicht nur für die Gesamtbremse, sondern auch für jedes Rad einzeln. Also diese Geräte können jedes Rad einzeln abbremsen für die Stabilitätsregelung vom Fahrzeug. Herzlich willkommen erstmal im CL500. In diesem Auto haben wir das ESP dann mit verbaut gehabt, haben eine extra Taste dafür auch da. Und das ist genau das, was wir gemeinsam machen wollen. Ich schalte das ESP direkt mal aus. Damit haben wir hier oben im Display das gelbe Lämpchen, was mir schon mal sagt, hey, da ist kein ESP mehr da. Also sei vorsichtig, wie du mit dem Auto umgehst. Damit wir das Auto in der Kurve ein bisschen mal über den Regelbereich hinauskriegen, schalte ich den mal auf den ersten Gang, sodass wir viel Drehzahl dann auch haben und den richtigen Punch an der richtigen Stelle. Und dann muss ich das Auto austricksen, das ESP austricksen, weil das ESP bleibt eigentlich an. Nur der Schwellwert wird nach oben gesetzt. Das heißt, wenn ich reinfahre in die Kurve, einen gewissen Lenkradeinschlag habe, eine gewisse Geschwindigkeit, Raddrehzahlsensoren melden was an Steuergerät und ich gebe jetzt Vollgas, dann sagt das Steuergerät, wird nicht funktionieren, regle ich direkt weg. Das, was ich jetzt machen werde, ist reinfahren, Gasstoß geben, wieder weg vom Gas, dass das Auto den Schaukelfährteffekt macht, Belastung auf die Vorderachse kriegt, beim Hecktriebler dann hinten entlastet ist und wieder ans Gas. Und dann werden wir feststellen, dass das Auto ausbricht. Und so genau machen wir es jetzt mal zweimal und danach fahren wir das Ganze im Vergleich nochmal mit ESP. Also geht ganz unspektakulär los. Ich roll rein mit 30 km/h, nicht viel mehr. Und dann gebe ich gleich den Gasstoß, lupf kurz und gehe wieder ans Gas. Das war die erste Variante. Machen wir noch ein zweites Mal. Wieder ganz entspannt. Fahren wieder rein, ans Gas, weg vom Gas, kurz lupfen. Jetzt kommt wieder richtig quer, abgefangen und fertig. Das wäre also die Variante, ich muss hellwach sein, um das Auto abzufangen, das Richtige tun im richtigen Moment mit dem richtigen Lenkradeinschlag. Jetzt nehmen wir die Variante langweilig. Sprich, ich schalte das ESP wieder ein, klack, gelbes Lämpchen ist wieder weg und wird jetzt nur noch wieder kommen, wenn ein Radeingriff da ist, das heißt, wenn das ESP wirklich arbeitet. Ich mache genau das Gleiche, gleich reingefahren, Gasstoß weg vom Gas, Lastwechseleffekt wieder ans Gas und dann werden wir nur merken, dass das ESP regelt und wir das zustimmen, benicken, ja, weil das Bremsrad oder das Radbremssystem kurz eingreift. Also wollen wir wieder rein, gleiche Geschwindigkeit, einlenken, ans Gas, weg vom Gas und man hört es auch, klack, 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 waren 4 Eingriffe insgesamt, um das Auto wirklich stabil zu halten. Das ist das Schöne daran, wenn ich sonst unterwegs bin mit so einem Auto, damals ohne ESP, bin 600 Kilometer gefahren, morgens um 4 Uhr fahre ich die letzte Autobahnabfahrt, um nach Hause zu kommen und da haben wir ein bisschen Spiegelglätte, dann bin ich nicht mehr hellwach, dann muss ich so ein Auto abfangen, wie gerade gesehen, über die Lenkung und das Auto wieder einfangen oder aber ich habe ein Auto mit ESP und kann mich darauf verlassen, dass es mir eben, ja, hilft, mich unterstützt, das Auto eben nicht einzudrehen, was völlig unspektakulär macht. Bist du schon ein bisschen enger hier? Also die großen Fahrzeuge, die passen ja zu mir, aber ich liebe auch die. Übrigens, ich habe selber heute eine aktuelle A-Klasse, natürlich mit vollem Fahrerassistenzpaket, ganz klar, konnte nicht anders sein. Als zweiten Wagen habe ich noch einen GLC, aber nur einfach so, dass man mal weiß, ich liebe große und kleine Autos. Und jetzt wollen wir mal gucken. Mensch, Schaltwagen noch mal fahren. Oh. Mensch, Schaltwagen und ESP, das ist doch eine Sache, oder? Ja.
Das serienmäßige Fünfgang-Schaltgetriebe der A-Klasse und die auf Wunsch lieferbare Fünfgang-Automatik zählen zu den leichtesten und kompaktesten Pkw-Getrieben der Welt. Das Schaltgetriebe wiegt nur rund 32 Kilogramm. Wie die Motoren sind auch die neu entwickelten Getriebe mit ihrer schrägen Außenfläche exakt an das einzigartige Karosseriekonzept angepasst. Premiere feiert auch ein neuartiges automatisches Kupplungssystem, das auf Wunsch als preisgünstige Alternative zum Automatikgetriebe lieferbar ist. Die automatische Kupplung arbeitet mit Sensoren, die den Schaltwunsch des Autofahrers erkennen. In diesem Fall öffnet ein Elektromotor die Kupplung und der nächste Gang lässt sich einlegen. Ist der Schaltvorgang beendet, schließt sich die Kupplung sofort wieder. Jawohl, wir haben nämlich auch den Schaltwagen ertüchtigt, sicher zu fahren, nicht nur unsere Automatikfahrzeuge. Und das wollen wir jetzt mal gucken. Also, das ist schon eine neue Geschichte. Nach einem Vierteljahrhundert Automobilzeit hier mal ESP. Schaltwagen A-Klasse zu fahren. Wir wissen ja, die A-Klasse hatte ja ein besonderes Merkmal. Sie ist ja umgekippt. Und das hat dann diese Not hat uns natürlich dazu veranlasst, eine Ingenieurslösung zu treffen. Und diese Ingenieurslösung hieß natürlich, wir greifen in das gleiche Stellelement ein und verhindern das Kippen. Der Wagen ist mathematisch zu diesem Zeitpunkt noch nicht instabil, aber er würde im nächsten Moment durch sein Rollen natürlich zu einer schlimmen Instabilität kommen. Und das hat man hier eben in der A-Klasse verhindert. So, wir wollen mal loslegen. Hm? Ja. Also komm, was vermag das Fahrzeug? Jo, 70 und zack, zack und hey, alles steht. Sauber durchgerollt, die Geschwindigkeit mit durchgenommen. Geht sogar vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn du es schaffst, bis in den dritten Gang. Dann haben wir noch etwas mehr Eingangsgeschwindigkeit, das ist hier wirklich richtig eng mit hinten raus. Also, wir hören, Matthias fordert uns auf, dritten Gang nehmen. Komm, wir nehmen ein bisschen mehr Anlauf. Hm? Wahnsinn, hm? Wenn man sich das überlegt, man setzt sich hier rein. Den Wagen kennt man nicht, den hat man nicht zu Hause gefahren, den kennt man noch nicht aus dem Versuchsbetrieb. Man setzt sich rein und man vertraut ihm und man fährt und sicher ums Ziel herum. Und das bei so einem hochbeinigen Auto? Bei diesem hohen Schwerpunkt. Wir haben ja hier immer noch den doppelten Sandwichboden von der Konstruktion. Ich. Erstmals hat Mercedes-Benz ein Automobil entwickelt, bei dem sich Motor, Getriebe und Achsen teils vor, teils unter der Fahrgastzelle befinden. Dadurch entsteht ein geräumiger Innenraum, dessen Boden von vorne bis hinten vollständig glatt und eben ist. Boah, ich bin begeistert von sowas. So. Ich glaube, wir haben eine Freigabe. Jo, wir haben eine Freigabe, jo. Jawohl, sauber. Jetzt waren wir im dritten Gang, also mehr Geschwindigkeit mit reingebracht. Da wurde es länger. Ihr habt es hier quietschen hören, schon gegen den Reifen quasi gefahren. Mit einer schnellen Lenkbewegung da auch deutlich zu spüren vom Auto. Sauber? Gemerkt beim Anfahren des Ziels, untersteuern. Hinter links, Kurveninneres Hinterrad, musste uns eben kurz mal den Kick geben, dass wir wieder in die Kurve einlenken. Und dann kam es zum Übersteuern, weil dann das Heck auf einmal rausdrängte. Dann kam der vordere Eingriff. Wir haben es gespürt, wir haben es gehört. Wir hören natürlich noch ein bisschen Ventilklopfen. Klar, bei einer Sicherheitsfunktion ist dem Kunden das alles recht. Hauptsache, er kommt sicher dadurch. Ich bedanke mich, war super, schönes Auto. Ja, könnte man heute noch wieder sofort kaufen. Du hast auch gut überstanden. Ich habe alles problemlos überstanden. Tom. Bremsassistent klassisch. Ohne Sensorik, also ohne klassische Sensorik, Radar, Kamera oder sowas, im SL verbaut. Heißt, wenn das System erkennt, der Fahrer bremst panikartig, das ist zum Beispiel, wenn er schnell vom Gas geht und dann auf die Bremse, oder wenn er schon vom Gas war, sehr schnell auf die Bremse. Also die Geschwindigkeit der Pedalbetätigung ist da das Maß. Das passiert üblicherweise in Panik-Reflexsituationen. Das ist schwer bewusst zu machen. Sind Sie soweit? Ich bin soweit, jawohl. Ich dann auch.
Dann los geht's. Also, ich habe keinerlei Sensorik, das heißt, das System warnt mich nicht vorher. Ich bin quasi selbst dann als Fahrer in der Pflicht, aktiv zu werden. Fußgänger kommt in dem Falle vom Rechts. Ich reagiere mit einer Bremsung und entsprechend komme rechtzeitig zum Stillstand. Habe eben während der Bremsung eben den Vorteil, dass, wenn ich zu wenig bremsen sollte, zu wenig Bremsdruck aufbaue, das System entsprechend diesen Bremsdruck nach oben hin korrigieren kann, bis maximal 100%. Und das ist gerade heutzutage oder auch früher schon eine ganz wichtige Bereicherung gewesen, weil die meisten Leute eher zu zaghaft bremsen und dann erstmal Weg verstreicht, bevor der Wagen zum Stillstand kommt. Und es kann natürlich gerade in so einer Situation eben wirklich lebensgefährdend sein, wenn man dann halt zu spät erst zum Stillstand kommt. Und deswegen war das auch zur damaligen Zeit wirklich eine große Innovation. Hat übrigens heute noch jedes Auto. Vergessen viele mit der ganzen Sensorik-Geschichte. Haben wir heute immer noch, wenn Sie ohne Grund heute reflexartig auf die Bremse gehen, kriegen Sie immer eine Vollbremsung. Das ist mir erst vor kurzem passiert mit meiner V-Klasse. Da ist mir ein Bussard von dem Baum weg hier rein. Ich bin halt zu Tode erschrocken, auf die Bremse gelatscht und hatte die 100. Ich glaube, ich kann ganz gut bremsen, aber auch ich bin natürlich irgendwann mal abgelenkt oder nicht vorbereitet drauf. Und das ist ein großer, großer Segen. So, als Kontrast dazu das neueste Fahrzeug, das wir haben und auch das kleinste in der Mercedes-Flotte, nämlich eine neue A-Klasse mit vollem Fahrassistenzpaket, einfach zu zeigen, wir haben heute in der A-Klasse das gleiche drin wie in der S-Klasse und zwar innerhalb von anderthalb Jahren. Die A-Klasse wurde im Sommer eingeführt, die E-Klasse, die es zuerst hatte, der 213er, hat es im Sommer vorletztes Jahr gekriegt, die S-Klasse dann mit der Modellpflege letztes Jahr und jetzt haben es die A-Klasse, C-Klasse, Modellpflege und wie jetzt die Modellpflegen und die Neuanläufe kommen, kriegen alle Fahrzeuge diese Systeme. Die kann jetzt Radar- und Kamerabasiert warnen vor Hindernissen. Es können Fußgänger sein, die im Gefahrenbereich vor dem Fahrzeug sind, nicht am Straßenrand. Die sehen wir zwar, bereiten alles vor, aber erst wenn sie vor mir sind, darf ich bremsen. Die mir dann, und das passiert in mindestens 80% aller Fälle, wenn ich bremse, aber in der Regel zu schwach, meine Bremse so verstärken, dass ich vor dem Hindernis noch zum Stillstand komme, sofern das physikalisch geht, oder wenigstens so viel wie möglich Energie abbaue. Also die macht bis zu 100%, aber nicht unbedingt 100%. Warum? Es kann ja einer hinten kommen. Ja? Der Kollege fährt jetzt schon seit 3 Tagen und ist ein super Bremser und ein super Fahrer, aber er kann nicht so genau bremsen wie diese A-Klasse. Das gleiche Manöver, was Sie eben in dem älteren SL gefahren sind, fahren wir jetzt eben mit diesem Fahrzeug. Mhm. Ich werde gleich die Distronic auf 50 km/h setzen und dann in die gleiche Situation hineinfahren und dann schauen wir mal, was das Auto mit dieser Situation macht. Mhm. Am Anfang beschleunige ich jetzt noch ein bisschen selbst, um einfach ein bisschen flotter auf die 50 km/h zu kommen, die wir jetzt erreicht haben. Jetzt habe ich Fuß von den Pedalen weg und das Fahrzeug fährt in die Situation hinein. Wahnsinn. Und Sie sehen, ich bin weder mit Fuß auf Gas, Bremse. Man sieht im Display noch die optische Warnung. Mhm. Die akustische Warnung haben Sie gehört. Ja. Der Gurtstraffer kam, das haben Sie wahrscheinlich auch gespürt. Ja. Und dann eben eine relativ kurze Teilbremsung und dann in die Vollbremsung, weil die Situation eben so kritisch war, dass wir relativ schnell die Vollbremsung brauchten, um eben die Kollision zu vermeiden. Mhm. Der hat das Fahrassistenzpaket, der kann ein paar Manöver mehr. Der kann auch Querverkehr erkennen, der sich so klassisch Vorfahrtnehmer oder sowas. Querverkehr, der nicht mehr als die halbe Eigengeschwindigkeit hat, also wie gesagt, so ein klassischer, der mich nicht gesehen hat und noch reinkommt oder so, also nicht den, der noch doppelt so schnell wie ich über die Ampel heizt, das gibt die Sensorik noch nicht her. Wir können natürlich langsame Vorausfahrer erkennen, wir können natürlich stehende Fahrzeuge erkennen. Im Fahrassistenzpaket können wir sogar erkennen, gibt es Ausweichraum, ja oder nein. Wenn nein, ist das sogenannte Stauende-Situation, also wenn es 3 Autos sind oder wenn 2 Autos Leitplanke oder was auch immer. Und in dem Fall entfällt ja die Option des Ausweichens. Dann bremsen wir früher stärker und können damit bis zu 100 km/h und mehr abbauen am Stauende, falls der Fahrer komplett pennt. Ja? Also 80% ungefähr wird geholfen, wenn der Fahrer bremst oder die Fahrerin, aber zu schwach. Und für die Fälle, wo der Fahrer, die Fahrerin gar nichts macht, aus Panik oder warum auch immer, machen wir dann zuerst eine Teilbremsung, Bremsruck. Wir beginnen bei ca. 50% Vollbrems. Moment, ist es ja Momentenanforderung, ingenieursmäßig gesprochen, lässt mir genug Seitenführungskraft, um ohne ESP bei trockenem Wetter ausweichen zu können. Warum gehen wir nicht gleich ins ESP? Ganz einfach, wir wollen es natürlich auch bei Regen können.
Deswegen, das ESP braucht man dann, wenn es etwas schlüpfrig wird. Ja? Deswegen legen wir es nicht gleich von vornherein auf ESP aus. Beginnen bei 50%, steigern das bis auf 100%, circa eine halbe Sekunde vor Einschlag oder vor errechnetem Einschlag bei Nichtbremsen, bei Ursprungsgeschwindigkeit. Dann kommt die Vollbremsung. Das merken Sie auch in dem Auto wirklich, wie sich es dann steigert. Und das Ziel ist die Unfallvermeidung. Wenn wir das nicht schaffen, wenigstens die Schwerereduzierung, denn die Unfallschwere, Verletzungsrisiko, bemisst sich ja in der Energie, die, die der Unfallgegner aufnehmen muss. Und Energie ist Gott sei Dank in dem Fall 1,5 mV². Das heißt, wenn ich es schon schaffe, die Geschwindigkeit zu halbieren, habe ich nur noch ein Viertel der Energie. Oder in vielen Fällen komme ich auf ein Viertel oder noch weniger, dann habe ich nur noch ein 1/16 und weniger der Restenergie, sprich des Risikos für andere Autos. Da wäre es in der Regel ja nur, wenn es ein Auffahrunfall ist, in der Regel nur Blech. Aber bei Menschen geht es da dann schon ruckzuck um Leben und Tod, auch wenn wir sehr viele passive Sicherheitsmaßnahmen auch außen haben. Sie sehen es vielleicht sogar in dem Fahrzeug, ab und zu poppt es hoch, aktive Motorhaube auskodiert. Das haben wir natürlich, weil es ein Testfahrzeug ist und wir müssen es beim Einmessen, fahren wir natürlich auch mal drauf auf das Kind, das da vorne gleich rausspringt oder egal welches Hindernis, deswegen haben wir ja Hindernissysteme. Und damit haben wir es einfach auskodiert hier für Testzwecke. Aktive Haube wäre ein pyrotechnisch ausgelöstes Federpaket, das mir bei Aufprall auf einen Pfahl, also auf den Fuß, der Test heißt Pfahlaufprall, beim Aufprall schlagartig hinten die Motorhaube anhebt und bis zu 8 cm je nach Baureihe und damit Raum schafft zwischen Motorhaube, die ist nämlich nicht tödlich, und Motor. Ja, also weil der schlägt im wahrsten Sinne des Wortes durch. Also auch ein Lebensretter. Und es hat noch den Effekt, es hat so eine Art Spoiler-Effekt, wenn da wirklich ein Körper drauf fällt, dann wird er eher abgewiesen, damit auch das Risiko der Windschutzscheibe dadurch reduziert wird. So, ein letztes Wort noch zu den Hindernissystemen. Sie sehen da vorne eine Fahrzeugattrappe, Sie sehen danach eine Menschenattrappe. Diese Attrappen sehen aus wie Menschen oder Fahrzeuge. Ganz wichtig ist mir, wir haben ein System, mittlerweile auch in der Serie schon so, das aus Fusion von Radar- und Kameradaten besteht. Und für eine Vollbremsung benötigen wir immer mindestens zwei unabhängige Signale, die sagen, jetzt bitte volle Kanne rein, um Falschauslösungen zu vermeiden. Wenn mein Auto ohne Grund bremst und mir rauscht einer rein, habe ich A, nichts gekonnt und habe wieder Verletzungsrisiko und habe Geld für ein teures System vielleicht sogar ausgegeben, das mir mehr Sicherheit bieten soll, und bin unsicher, geht gar nicht. Also der Grad zwischen Use Case und False Positive, neudeutsch gesprochen, ist eng. Und den gehen wir mit meinem Team, ich habe es ja erzählt, was wir so treiben, also den Realitätscheck, wenn Sie so wollen, den Faktencheck, den machen wir, bevor es auf die Straße kommt. Die Hindernissysteme sind also klar für die Kamera, sehen sie aus wie Fahrzeuge oder Menschen oder auch andere Dinge, Fahrradfahrer. Sie sind aber auch Radar-äquivalent. Ich sage das deswegen, weil Kollegen von Ihnen kommen auch mal auf die Idee, wir stellen das nach, bitte nicht mit echten Menschen, es ist sehr stark vom Timing abhängig. Und wenn sie zu spät reinschlappen, ist einfach die Physik am Ende. Mehr als 1G können wir nicht bremsen. Wir wollen hier ja keine Verletzten haben. Und zum Zweiten, wenn Sie da einfach einen Ballon hinstellen oder eine Schaufensterpuppe, oder ich sage es jetzt einfach, der ÖAMTC hat das Ganze mal gemacht mit einem Produkt aus dem Haus Beate Uhse, hatte Klamotten an, aber das war für uns ein Luftballon. Ja, keinerlei Radarreflexion, fahren wir durch. Weil über den Luftballon würden wir im Straßenverkehr, über den Karton würden wir auch drüber fahren. Ja? Also wenn Sie es machen wollen, gucken Sie, dass Sie richtige Hindernissysteme haben. Ausleihen gibt es beim ADAC, gibt es überall. Wir helfen auch gern mal aus, wenn es irgendwas ist. Das ist mir ganz arg wichtig.
Mit Pre-Safe bekommt das Fahrzeug Reflexe. Es wartet nicht, bis der Aufprall stattfindet, sondern es agiert schon im Vorfeld. Also der W220 ist für uns natürlich ganz besonders wichtig als Vertreter des Insassenschutzes, weil der W220 dann zur Modellpflege das erste Mal Pre-Safe bekam. Wir straffen die Gurte, wir können die Seitenscheiben, wenn sie geöffnet sind, schließen. Wenn beispielsweise ein Beifahrer in einer Sitzposition sitzt, die eigentlich eher schlecht ist für einen Unfall oder für einen eigentlichen Aufprall, nochmal konditionieren, indem die einfach dann in eine bessere Position verstellt werden, sodass man dann die Möglichkeit hat, eigentlich einen folgenden Unfall besser zu überstehen. Pre-Safe. Das Automobil bekommt Reflexe. In Sekundenbruchteilen erkennt die S-Klasse gefährliche Situationen. Reflexartig aktiviert Pre-Safe vorbeugende Schutzmaßnahmen. Gurtstraffer, Schiebedach und Beifahrersitz bewegen sich in ihre optimalen Schutzpositionen. Die Insassen sind bestmöglich auf einen Unfall vorbereitet. Findet der Unfall nicht statt, deaktiviert Pre-Safe die Maßnahmen. Die Systeme sind wieder funktionsbereit. Ein ganz wesentliches Element war beispielsweise der Bremsassistent, der in die Fahrzeuge kam. Der Bremsassistent ist ja das erste Assistenzsystem, was eine Gefahrensituation wirklich erkennen konnte. Ja, und zwar die Gefahrensituation dadurch erkannte, indem der Fahrer reflexartig das Pedal bedient hat, das Bremspedal mit hoher Geschwindigkeit betätigte. Und das war eigentlich ein Indiz dafür, dass er wirklich in einer Notsituation war. Und abhängig davon hat man ja den Bremsdruck dann aufgebaut, um den Bremsweg zu verkürzen. Und wir haben dann gesagt, das sind eigentlich ideale Parameter, um das Fahrzeug in so einer Situation für einen möglichen Aufprall auch vorzubereiten. Das heißt, wir haben einfach ein Assistenzsystem, was schon vorhanden war, genommen und haben überlegt, was können wir jetzt davon profitieren. Bis dato hatten ja unsere Fahrzeuge, die passive Sicherheit hat immer erst dann begonnen zu arbeiten, wenn man so will, mit dem Aufprall selbst. Ja. Das heißt, das Fahrzeug hat einen Kontakt mit dem Hindernis oder mit dem Unfallgegner, wurde dann verzögert. Und abhängig von dieser Verzögerung, die man gemessen hat, hat man dann bestimmte Dinge im Fahrzeug aktiviert. Gurte gestrafft, Airbags ausgelöst. Und die Idee war, wenn ich jetzt schon früher eine Information habe, dass ein Unfall drohen könnte, dann könnte ich schon mal das Fahrzeug, alle Systeme, die in dem Fahrzeug sind, in die Richtung verstellen, die von Vorteil sind, wenn es jetzt wirklich zum Unfall kommt. Das heißt einfach, die Zeit vor dem Unfall zu nutzen, um schon etwas zu tun. Wenn wir auch Unfallopfer beispielsweise befragt haben, haben wir oft von denen gehört, ja, ich wusste, es trat eine kritische Situation auf und ich wusste dann ganz genau, jetzt wird ich auf das Hindernis aufprallen, aber ich konnte in dieser Phase nichts mehr tun. Also das heißt, man nimmt auch selber so eine Voraufprallphase selber als relativ langen Zeitraum wahr. Ja. Aber man ist machtlos. Unsere Schutzsysteme sind alle darauf ausgelegt, dann in dieser ganz engen, kurzen Aufprallphase alles Mögliche zu tun. Aufprall erkennen, ihn zu bewerten, bedarfsgerecht dann eine Auslöseentscheidung treffen, die Airbag aufzublasen, die Gurte zu straffen. Das muss alles in der kurzen Zeit passieren. Und jetzt habe ich plötzlich ein Zeitfenster, was in der Größenordnung von Sekunden liegt oder tausend Millisekunden, also erheblich, Welten. Also erheblich mehr. Zur Erinnerung: Die gesamte Aktion vom Auslösen über das Aufblasen bis zum Entleeren des Kissens geschieht in weniger als einer Zehntelsekunde.
Wir haben Crashversuche bis dahin nur gemacht, indem natürlich die Insassen in Konstruktionslage im Fahrzeug sitzen und das Fahrzeug ungebremst gegen die Wand prallt. So macht man Crashversuche bis heute. Euro NCAP oder IHS, also alle Ratings, die machen das so. Wir machen es auch so. Aber es muss einem klar sein, draußen im realen Unfallgeschehen passieren eben ganz andere Dinge. Da bremsen sie halt unter Umständen vor einem Aufprall. Und bremsen heißt ja, die Insassen werden verzögert. Das heißt, zum Aufprallzeitpunkt sitzen die gar nicht mehr da, wo sie sitzen, wenn man einen Crashversuch unter Laborbedingungen macht. Sie bewegen sich, obwohl sie angegurtet sind, erheblich weiter nach vorne, aufgrund dieser Fahrzeugverzögerungen. Dann war natürlich, lag es nahe, zum Beispiel einen reversiblen Gurtstraffer zu realisieren, der dann in dieser Bremsphase, ausgelöst durch einen Bremsassistenten beispielsweise, die Insassen in der Bremsphase schon gestrafft hat, dass die sich erst gar nicht nach vorne verlagern. Haltesysteme sorgen durch ihre frühzeitige Rückhaltewirkung für eine weitgehende Teilnahme des Insassen an der Fahrzeugverzögerung. Vorversuche werden auf Prüfschlitten durchgeführt. Seilgurtstraffer gehören bei Mercedes-Benz seit 1984 zum serienmäßigen Stand der Technik. Ein elektronischer Sensor löst den Straffvorgang aus und eliminiert die Gurtlose. Wie die vergleichende Modellrechnung zeigt, wird die Vorverlagerung des Insassen und dadurch das Risiko von Verletzungen durch Sekundäraufprall reduziert. Das sind um die 300 mm und dann werden sie unter Umständen, wenn dann in dieser Bremsphase dann der Aufprall stattfindet und der Aufprall erfolgt, dann werden sie auch vom Airbag angeschossen, was man eigentlich gar nicht haben möchte. Ja. Also das heißt, da gibt es erhebliches Potenzial. Aber nicht nur beim Frontalaufprall, es wurde ja auch dann ein weiteres Assistenzsystem, das ESP kam auf den Markt. Das ESP konnte dann kritische Fahrsituationen erkennen und wir haben dann gesagt, okay, wir entwickeln einen Algorithmus, von dem wir ausgehen, jetzt verlässt ein Fahrzeug wirklich den Fahrschlauch und verlässt sozusagen die vorgegebene Fahrtroute, die Fahrbahn, und haben dann gesagt, okay, auch dann straffen wir einen solchen reversiblen Straffer, um den Insassen im Fahrzeug möglichst in Sitzmitte zu halten. Ja. Ein Fahrzeug prallt ja, wenn sie seitlich gegen oder wenn sie von Fahrschlauch abkommen, wenn sie von die Fahrbahn verlassen, in Schleudern kommen, dann haben sie auch eine Querbeschleunigung. Und die Querbeschleunigung wird in aller Regel dazu führen, dass sie sich nach links oder rechts bewegen. Und unsere Schutzsysteme sind auch wieder im Crashversuch so ausgelegt, dass sie eigentlich auf den Insassen in einer eingemessenen Sitzposition wirken. Wenn sie jetzt schon an der Seitenwand anliegen, zum Zeitpunkt des Aufpralls aufgrund von Querdynamik, dann haben sie überhaupt keine Möglichkeit mehr, den Airbag zu entfalten. Oder wenn sie mit dem Kopf so schon an der Seitenscheibe anliegen, wo soll dann der Windowback sich entfalten? Das heißt, wir haben gesagt, wir müssten eigentlich auch beim Seitenaufprall, bei Querdynamik etwas tun, um das zu verhindern, dass die Schutzsysteme, so wie sie entwickelt sind, in der Realität draußen auch wirken. Und genau das haben wir dann gemacht. Querdynamik haben wir dann benutzt, um den Gurt zu straffen. Wenn der Gurt gestrafft ist bei Querdynamik, haben sie auch weniger Freiheitsgrade, um sich seitlich zu bewegen. Und wir haben auch parallel dazu sind dann auch bei der S-Klasse dann auch noch die Schutzpolster, die seitlichen aufblasbaren Polster zur Insassenfixierung aufgeblasen worden. War auch eine Möglichkeit, um präventiv zu agieren. Oder ein anderer Fall, wir haben oft den Fall, dass Mitfahrer ihre Sitze in einer Position eingestellt haben, die eigentlich auf die das Fahrzeug beim Unfall auch nicht ausgelegt ist. Beispielsweise die Rückenlehne stark nach hinten geneigt. Dann haben wir gesagt, wir nehmen das Pre-Safe-Signal oder die Tatsache, dass bald in Kürze ein Unfall stattfinden kann. Wir nehmen dieses Signal, um den Sitz in eine bessere Position zu verfahren. Und warum sitzen wir jetzt genau an diesem W220? In diesem W220 in 2002 zur Modellpflege ist dieses Thema Pre-Safe dann das erste Mal
in Serie eingeflossen. Das erste Auto weltweit, was dieses präventive, Pre-Safe heißt eigentlich Preventive Safety, ist die Abkürzung dafür. Diesen Gedanken der präventiven Sicherheit haben wir damit das erste Mal in Serie gebracht. Und das war eigentlich nur ein allererster Schritt, aus dem dann, wir nennen solche Themen eigentlich Schlüsselinnovationen, nämlich Innovationen, aus denen dann viele weitere wieder hervorgehen. Airbag ist auch eine Schlüsselinnovation. Früher hatten wir mal einen und inzwischen haben wir 8 oder 9. Oder das ABS ist eine Schlüsselinnovation. Die ganzen Fahrerassistenzsysteme sind auf dieser Basis entstanden. Pre-Safe ist mit Sicherheit für uns passive Sicherheitsleute auch eine Schlüsselinnovation. Und der Ralf Bogenrieder kann Ihnen vielleicht mal die Geschichte weitererzählen, wie sich, sagen wir mal, dann Pre-Safe dann weiterentwickelt hat. Und welche Möglichkeiten wir eigentlich auch mit im Einklang mit der Entwicklung der Assistenzsysteme dann im weiteren Verlauf dann umgesetzt haben. Es war für mich wirklich eine geniale Situation. Man hat einen Projektleiter, wir haben das als Projekt organisiert, als disziplinenübergreifendes Projekt. Zum ersten Mal sitzt mal einer von der passiven Sicherheit zusammen mit einem ESP-Entwickler, mit einem von der Elektronik, mit den Kollegen von der aktiven Sicherheit, und wir haben uns überhaupt erst mal kennengelernt, ja, damals. Und dann haben wir komplettes Neuland betreten. Natürlich, die Idee ist klar, wenn du Verlagerung von Insassen in einer Vorunfallphase verhindern willst, kannst du Gurt straffen. Aber wie schnell muss das sein? Wie stark darf das sein? Wie stark muss das sein? Bei welchen Schwellen musst du das auslösen? Alles Neuland. Und es oblag uns, das einfach mal zu prüfen. Ja, natürlich haben wir dann angefangen, Probandenversuche zu machen. Kollege, setz dich mal auf den Sitz, jetzt straffen wir mal du Gurt. Und dann immer stärker und du sagst, wenn es anfängt weh zu tun oder so. Ja? Und dann, wir sind letztlich auf so eine Kraft gekommen von 140 Newton. Das entspricht, wie wenn Sie an die B-Säule 14 Kilo hängen würden. Das ist die Kraft, die wir in Pre-Safe-Situationen, mit denen wir den Gurt straffen. Man kann eigentlich natürlich in solchen Situationen jetzt nicht anfangen, Airbags auszulösen, ja, sondern man muss sich auf reversible Maßnahmen begrenzen. Deswegen auch ein elektrisch angetriebener Gurtstraffer. Den können Sie einschalten, ausschalten, wieder einschalten, wieder ausschalten. Also braucht man reversible Maßnahmen, genauso diese Sitzverstellung oder sowas. Das haben wir dann eingeführt. Eine große Diskussion war, wenn wir jetzt also uns an ESP koppeln, na, wollen wir ja nun nicht bei jedem ESP-Eingriff Gurtstraffung haben, weil ESP-Eingriffe können, jetzt wissen Sie wahrscheinlich selber, im Winter durchaus schon mal vorkommen. Ja? Fahre ich vielleicht einen kleinen Schneefleck oder sowas und dann regelt auch das ESP schon. Also war klar, die Schwelle muss etwas höher sein. Höher, aber dann gibt es so Profis, ich weiß nicht, ob Sie hier der Kollege Knote heute schon kennengelernt haben oder so, solche Lenkradprofis, ja, die fahren 45 Grad Drift um die Kurve und sagen, wieso strafft jetzt hier der Gurt, ich habe doch alles unter Kontrolle. Und dann gibt es aber natürlich andere, die weisen darauf hin, ja Moment, wir entwickeln ja nicht nur für solche Profis, es gibt auch Kunden, die kriegen wahrscheinlich schon Angstschweiß, wenn sie zum ersten Mal Reifen quietschen hören. Ja. Und irgendwo da dazwischen muss dann so die Schwelle sein. Heute im Rückblick sage ich, sowohl diese 140 Newton Gurtkraft, als auch die Auslöseschwellen, als auch überhaupt die ganze Idee, finde ich in Audi, bei BMW, bei VW, bei den Japanern, alles fast genau gleich wie bei uns, wie wir es damals gemacht haben. So richtig falsch scheinen wir es wohl nicht gemacht zu haben. Also das ist ja eigentlich auch eine feine Sache. Eigentlich war ganz zu Beginn immer der Gedanke, wer einen Unfall präventiv erkennen will, der braucht halt eine Umfeldsensorik. Klar, dann sieht man mit einer Kamera, sieht man ein Objekt vor dem Auto. Wir haben es realisiert ohne Umfeldsensorik. Man kann eigentlich im Prinzip sagen, wir haben teilweise die Augen vom Fahrer als indirekte Umfeldsensorik genutzt. Wenn ein Fahrer plötzlich schreckhaft auf die Bremse tritt, dann scheint er wohl irgendwas gesehen zu haben. Wir wissen nicht was, aber ist egal, er hat schreckhaft reagiert und dann ist es wohl keine normale Fahrsituation mehr.
ungefähr 2005 kam aber das dann doch hinzu, nämlich die Nutzung von Umfeldsensorik indirekt über die Assistenzfunktionen. Also wir haben heute das Konzept, wenn irgendein Assistenzsystem, und es ist mir egal, wie das heißt, und es ist mir auch egal, was es im Einzelnen macht, wenn irgendein Assistenzsystem irgendeinen Eingriff macht, der dazu geeignet ist oder dazu führen wird, dass Insassen im Fahrzeug verlagert werden, dann wollen wir das erfahren. Mir ist egal, warum das Assistenzsystem eingegriffen hat, aber wenn es jetzt bremst, dann straffe ich lieber den Gurt, weil dann kann ich bereits diesen Verlagerungen, diesen ungünstigen Verlagerungen entgegenwirken. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt kommt noch hinzu. Wenn Sie Radarsensorik haben, dann können Sie jetzt eben diese Radarsensorik oder theoretisch auch Kameras nun doch eben so wie Augen nutzen. Ein Radarsensor sieht ein Objekt, sieht, wie es aufs eigene Auto zukommt und kann jetzt auch ausrechnen, ob es uns treffen wird und wann es uns treffen wird. Das ist ein entscheidender Unterschied zu der ersten Generation, in der wir nur geahnt haben, dass es zum Unfall passieren konnte, aber wir wussten es nicht. Jetzt mit Radarsensorik wissen wir es. Wir wissen es und wir wissen auch genau, wann es eintritt. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil, weil damit kann man an auch solche Prinzipien umsetzen, die wir Pre-Pulse-Effekt nennen. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein Fahrzeug gerät ins Schleudern. ESP liefert die Information, dass das Fahrzeug die Fahrbahn verlässt. Jetzt haben wir auch noch eine zusätzliche Information über die Sensorik. Und zwar über die Umfeldsensorik, mit welcher Geschwindigkeit wir uns und mit einem Hindernis nähern, zum Beispiel einem Mast oder einem Pfahl, und wie groß ist der Abstand. Und wir nutzen jetzt diese Informationen, um etwa 200 Millisekunden, bevor das Fahrzeug auf dieses Hindernis seitlich aufprallt, den Insassen einen Voranstoß zu geben. Ich lasse es mir mal an, ohne das zeigen. Ja, okay. Also das Fahrzeug schleudert und der Insasse liegt dann aufgrund, er bewegt sich seitlich gegen den Mast. Hier ist die Seitenwand des Fahrzeugs. Das Fahrzeug prallt jetzt in dieser Position des Insassen seitlich gegen den Mast. Auf Basis der Beschleunigung, die im Fahrzeug gemessen wird, wird dann der Windowback und der Sideback ausgelöst. Aber wo sollen sie sich hin entfalten? Also die Idee war, wir schubsen jetzt, bevor der Aufprall stattfindet, mit relativ wenig Kraft den Insassen schon mal in Richtung Fahrzeugmitte. Und zwar, es geht aber nur, bevor der Aufprall stattfindet. Beim Aufprall selber wirken schon so hohe Massenkräfte, dass man nichts mehr bewegen kann. Aber vor dem Aufprall ist es problemlos mit wenig Energie möglich. Und dann war die Idee, wir geben einen Voranstoß, sodass der hat zwei Effekte, dieser Voranstoß. Der Insasse nimmt schon Geschwindigkeit auf, und zwar in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, seine Geschwindigkeitsdifferenz zum aufprallenden Hindernis wird eigentlich insgesamt um den Betrag schon kleiner. Und zweitens, wir schaffen mehr Platz, der dann auch wieder genutzt werden kann, um den Airbag dazwischen auszufüllen. Also, und das haben wir dann Pre-Safe Impulse Seite genannt. Das erste vorauslösende Schutzsystem vor dem eigentlichen Aufprall, was in dem Fall pyrotechnisch funktioniert. Du kannst dir nachher vielleicht nochmal die Details erklären. Und die Frage war, wie können wir jetzt diesen Impuls erzeugen? Und wir haben dann ein Luftpolster hier eingebaut, was dann über einen kleinen pyrotechnischen Gaskartusche aufgeblasen wird und diesen auf seitlichen Impuls erzeugt. Und wir haben also Messungen gemacht. Wir können also die Insassenbelastung beim Seitenaufprall die Rippendeflexionen, Rippenverformungen um bis zu 25% reduzieren. Ja. Einfach indem wir die Zeit vor dem Aufprall nutzen. Und da helfen uns natürlich die Radarsensoren, die dann auch natürlich entsprechend für Fahrerassistenzsysteme genutzt werden. Du kannst es selber nochmal machen. Ja, also. Es geht um wirklich nur um 3 bis 4 Zentimeter, die man mehr Platz hat.
Ich mache das nicht mit Absicht, ich werde wirklich geschubst. Also und je näher sie sich eigentlich auch, je mehr sie auch über Querdynamik in diese Ecke gepresst werden, umso höher ist auch dieser Impuls, den sie erfahren. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Euro-NCAP einen Seitenaufprall macht, dann feilscht man mit den Prüfern um jeden Millimeter, die der Dummy ein bisschen mehr Platz hat. Ne? Und auf diese Weise können wir, ich sag mal, 30, 40 Millimeter mehr Raum schaffen, den wir natürlich zum Schutz des Insassen dann auch wieder nutzen. Die Frage ist jetzt, was machen wir denn mit diesem grundsätzlichen Prinzip? Ist das jetzt nur für einen Seitenaufprall? Nein, es ist eigentlich ganz grundsätzlich nutzbar. Den Vorimpuls, könnte man jetzt auch nutzen bei einem Frontalaufprall oder auch bei einem Heckaufprall. Ich erkläre es mal beim Heckaufprall. Was könnten wir denn jetzt als Pre-Safe-Impuls beim Heckaufprall nutzen? Ja? Und dann nehmen wir mal folgendes Beispiel. Dieses Fahrzeug steht am Stauende. Es steht vielleicht 5 Meter vor dem Vordermann entfernt. Da haben sie angehalten und jetzt kommt ein unachtsamer Fahrer von hinten, der keine automatische Notbremse hat. Sie haben Sensorik im Fahrzeug, Sie können nach vorne feststellen, wie weit stehe ich von einem Vordermann entfernt. Und Sie können nach hinten messen über Ihre Radarsensorik, wie weit ist der entfernt und mit welcher Geschwindigkeit nähert er sich. Wenn Sie feststellen, es wird zum Aufprall kommen, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass das ganze Fahrzeug eine Bewegung nach vorne einleitet. Also das heißt, es macht einen Fahrzeugruck nach vorne. Es wird nur um einen halben Meter nach vorne bewegt, ja, in kurzer Zeit, baut eine Geschwindigkeit auf. Diese Geschwindigkeit, die das Fahrzeug aufbaut, reduziert dann auch wieder die Differenzgeschwindigkeit zwischen den aufprallenden Partnern. Also es reduziert die Unfallschwere und es gibt dem nachfolgenden Fahrzeug nochmal einen halben Meter mehr Weg, über die Bremse Energie abzubauen. Also die zwei positiven Effekte. Und dann kommt noch ein dritter dazu, der ganz besonders interessant ist. Dieser Ruck des Fahrzeuges nach vorne führt dazu, dass alle Insassen, die sich im Fahrzeug befinden, sich im Fahrzeug nach hinten bewegen und zum Aufprallzeitpunkt komplett mit Kopf und mit Torso an Lehne und Kopfstütze anliegen. Das heißt, Sie haben eigentlich auch damit sogar das gesamte Thema Neckpro oder aktive Kopfstützen miterschlagen. Das Beispiel soll Ihnen nur zeigen, da stecken noch viele, viele Potenziale drin. Und beim Frontalaufprall könnte man eigentlich auch von solchen Potenzialen reden. Irgendwann, wenn die Umfeldsensorik nur sicher genug ist und noch präziser die Situation erkennt, dann kann man beispielsweise auch mal dran denken, dass man die Airbags, die heute immer noch über den Aufprall nur aktiviert werden, dass man die auch schon im Vorfeld aktiviert. Wenn man einen Airbag, einen Front- oder einen Beifahrer-Airbag im Vorfeld schon aktivieren könnte, hat man den Vorteil, dass sie auch langsam aufgeblasen werden können. Sie wissen alle, dass wir immer sehr darauf achten müssen, dass die kurze Aufblaszeit keine, ich sag mal, negativen Effekte verursacht, wenn man sich nicht in der richtigen Position zum Airbag befindet. Wenn wir in der Lage wären, Airbags langsamer aufzublasen, in solchen Situationen hätten wir an der Stelle auch schon mal einiges gewonnen. Und wir könnten über den aufblasenden Airbag auch beim Frontalaufprall, auch über den Gurt übrigens, einen Vorimpuls erzeugen. Und so letzten Endes wieder Potenziale erschließen, auch den Insassenschutz über die Sensoriken, die wir im Fahrzeug haben, weiter zu verbessern. Passiert was? Oder passiert nichts? Es gibt ein Auto, das es schon vorher weiß. Aufmerksam beobachtet es seine Umgebung und reagiert, noch bevor etwas passiert. Kleines Beispiel. Kurz vor einem unvermeidbaren Seitenaufprall wird der Fahrer oder Beifahrer sanft in Richtung Fahrzeugmitte geschubst. Also weg vom Aufprall.
Natürlich besser. Es passiert nichts. Die neue E-Klasse mit Intelligent Drive. Reagiert, bevor etwas passiert. Sonst natürlich nicht. Wir können nicht den Anspruch erheben, dass wir jeden Unfall, ganz sicher jeden Unfall, schon im Vorfeld erkennen können. Sondern wir haben da einen Graubereich. Denken Sie jetzt zum Beispiel dran, also hier, wir haben es ja schon angesprochen, ist es ein pyrotechnischer Gasgenerator, der diesen Schubs erzeugt, nicht hier. Also im Auto haben Sie nicht diesen schwarzen Kasten. Im Auto haben Sie nur, so einen ganz kleinen Gasgenerator, der hier hinten in der Sitzlehne drin sitzt. Aber der ist halt nur ein einziges Mal auslösbar. Der macht, das ist dann gleich wie hier in diesem Exponat, der macht nichts an dem Sitz kaputt. Der erzeugt nur diese Bewegung dieser Seitenlehne. Sollte es eine Falschauslösung gewesen sein, weil die Sensorik sich irgendwie geirrt hat, dann macht es weiters nichts. Sie spüren zwar den Schubs, Sie können aber ganz normal weiterfahren. Das dauert ungefähr 2 Sekunden, bis die Gasblase wieder leer ist. Dann fahren Sie ganz normal weiter. Keine Einschränkungen. Nur haben Sie dann vor sich im Display die weiße Meldung, die man wegklicken kann, bitte irgendwann mal in die Werkstatt fahren, weil jetzt muss der Gasgenerator getauscht werden. Das System, die Meldung heißt ganz genau, Pre-Safe Impuls Seite nicht verfügbar. Siehe Bedienungsanleitung, und in der Bedienungsanleitung steht dann drin, bitte Werkstatt auf und drin. Es hat keine hohe Dringlichkeit, aber Sie haben das System halt so lange nicht verfügbar. Und das führt natürlich dazu, keiner möchte den Kunden durch, ich sag mal, 5 Falschauslösungen im Jahr verärgern, weil er 5-mal in die Werkstatt fahren muss. Das wiederum führt zwingend zu einer Auslegung, dass man sagt, wenn wir uns ganz sicher sind, dass ein Seitenaufprall kommen wird, lösen wir das aus. Wenn wir uns nicht ganz sicher sind, lösen wir es lieber nicht aus, weil das kann dann nur auch Ärger verursachen, eventuell. Im Graubereich lösen wir es nicht aus, das können wir uns auch leisten. Das gilt, wie gesagt, für das ganze Pre-Safe-System, weil dieser präventive Insassenschutz immer nur ergänzend ist zu den ohnehin vorhandenen klassischen Schutzsystemen. Sie haben weiterhin Ihre stabilen Seitenstrukturen, Sie haben weiterhin Ihre Sidebags, Ihren Windowbag, das haben Sie alles, wie auch überhaupt das ganze Pre-Safe Impuls Seite nur gegen Aufpreis verfügbar ist. Das in einem Seitenaufprall nicht zu haben, bedeutet zwar, Sie haben nicht den zusätzlichen Schutz, aber Sie haben jetzt keine schlechte Situation. Ja. Ey, wer bist du denn eigentlich? Ich bin ein Schutzengel. Ich auch. Und wen beschützt du? Ein Autofahrer. Was für ein Auto fährt er denn? Mercedes. Faule Sau. Ein wichtiges Assistenzsystem fehlt noch. Und das erhält jetzt eine ganz besondere Würdigung. Es soll nämlich eine kleine Ausfahrt geben zu Demonstrationszwecken. Und ihr ahnt auch schon, mit was für einer Art Auto. Klar, einem weiteren Bandabgänger. Diesmal ist es der letzte je gebaute 221er. Den bin ich sogar schon mal gefahren, damals im Video, als es um die Historie der S-Klasse ging. Ich bin jetzt trotzdem ziemlich aufgeregt, denn mein Beifahrer wird niemand Geringeres sein als Professor Hermann Gauss. In der jüngeren Mercedes-Historie ein Name wie Donnerhall. Unter anderem war er Leiter Gesamtfahrzeugentwicklung der S-Klasse Baureihe 220. Danach verantwortlich für den ersten neuen Maybach der Nachkriegszeit. Die legendären Typen 57 und 62 der Baureihe 240 entwickelte sein Team in nur 36 Monaten zur Produktionsreife. Wie gerne hätte ich ihn auch dazu befragt. Aber jetzt geht's erstmal nur um den radarbasierten Abstandsregeltempomat des Tronic. Ein Feature, das ich in dieser älteren Form in- und auswendig kenne. Ich fahre ja selbst einen Youngtimer, was ich Herrn Professor Gauss natürlich auch gleich stolz habe wissen lassen. Mal eine Frage vorab. Sie sind mit der Bedienung dieses Tempomaten vertraut? Ja, ich habe einen 211er. Okay, da brauche ich ja nichts weiter zu erzählen. Eigentlich nicht. Im Gegensatz zu dem Fahrzeug hier sind Sie dafür verantwortlich. An Kurven kann der nicht, Kreisverkehr kann er nicht, sondern er regelt nur den Abstand dann, wenn Sie einen Vordermann im Radarstrahl haben. Ja. Was wir Ihnen hier demonstrieren wollen, ist die Situation, wie wir das System eingeführt haben. Also den Entwicklungsstand, wie wir ihn eingeführt haben 1998 mit dem W220, also S-Klasse. Mhm. Und das Ziel dieser Veranstaltung ist, Ihnen zu zeigen, wie groß der Entwicklungsschritt in 20 Jahren ist. Mhm. Um das geht es uns.
jetzt, was Sie jetzt als Fahrzeug fahren, fallen Sie zurück auf 1998. Ja. Nicht ganz, weil dieses Fahrzeug, was wir hier haben, schon eine zweite Generation ist, die ein ganz klein bisschen mehr kann. Ja. Ich glaube, das ist sogar der Bandabgänger, den wir fahren. Ne? Das ist der letzte hier gebaute 221. Das weiß ich nicht, das ja. kann sein. Ja. Da haben wir auch schon also wenn Sie jetzt losfahren, können Sie eine Geschwindigkeit setzen mit dem Hebel. Mhm. Auf der Landstraße setzen Sie 100, auf der Autobahn, ich weiß nicht, ob Sie da noch im Auto sind oder wenn Sie noch da sind, auf 130. Sie sehen hier im Kontoinstrument jetzt rechts ein kleines Auto, das sind Sie, das ist Ihr Fahrzeug. Wenn Sie den Vordermann erfasst haben, ist ein zweites Fahrzeug da, das dem einen vorherfährt. Sie sehen den Abstand, das Fahrzeug wandert und Sie sehen auch einen weißen Strich, der Ihnen den Sicherheitsabstand darstellt. Und im eingeregelten Zustand fahren Sie genau mit dem richtigen Sicherheitsabstand, den Sie variieren können zwischen einer Sekunde und zwei Sekunden. Einfach, es empfiehlt sich, bei trockener Fahrbahn kann man kürzer fahren, wenn es nass ist, empfiehlt es sich etwas länger den Abstand zu wählen, einfach um den nötigen Spielraum zu haben. Ja. Das System in seiner Einführung war arbeitsfähig zwischen 30 und 160 Kilometer. Mhm. Sie können dem Fahrzeug jetzt dem hier folgen. Ja. Zwischen 30 und 160 Kilometer. Oder ihm. Ja, oder dem hier, ja. Einfach deswegen, weil die Radarkeule in dieser Zeit etwa 100 bis 120 Meter ein vorausfahrendes Fahrzeug in dieser Entfernung erfassen konnte. Mhm. Heute kann das ein bisschen mehr, aber damals wollten wir auf der sicheren Seite bleiben und haben uns deswegen diese Einschränkungen auferlegt. Ja. Die Radarkeule nach vorne hat einen Winkel von etwa 9 Grad, das heißt, sie deckt in etwa 50 Meter vor dem Fahrzeug die gesamte Fahrzeugbreite ab. Wenn dort ein Fahrzeug ist, vor Ihnen, wird es erfasst. Mhm. Wenn Sie jetzt mit einem bestimmten Abstand fahren und ein Fahrzeug biegt direkt oder schert direkt vor Ihrem Fahrzeug ein, dann muss es relativ weit in die Mitte kommen, bis es vom Radarsensor erfasst ist. Ja. Das haben wir bei der neuen Generation natürlich deutlich verbessert mit zusätzlichen Sensoren, die auch weit in die Breite gehen. Mhm. Aber anfangs war es gedacht als Autobahnsystem und da war es auch eine gewaltige Komfortverbesserung. Wir hatten ja schon in den 60er und 70er Jahren Tempomaten, vor allem für USA, entwickelt. Die großen Highways, wenig Verkehr, gleichmäßiges Fahren über Stunden. Da brauchte man eigentlich nur einen Geschwindigkeitsregler, der eine vorgegebene Geschwindigkeit einhält. Wenn man sowas nach Deutschland überträgt mit Vordermännern, mit Fahrzeugen, die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit vor einem herfahren, dann musste man ständig eingreifen, um den Tempomaten nachzujustieren. Mhm. Dieses war nicht komfortabel, deswegen haben wir uns überlegt, was kann man dafür tun, um das zu verbessern, und die Idee ist natürlich da, man will den Abstand messen und daraus ein Regelsystem machen. Wir haben Forscher gehabt, die in der Lage waren, sich das zu überlegen, was zu finden. Es gibt dafür die Möglichkeit, das mit Radar zu machen. Man hat auch überlegt, ob dafür Infrarot in Frage kommt. Nein, Radar war das Bessere. Jahre haben die Forscher daran entwickelt, mit großen Radarkästen vorne dran. Irgendwann waren die Prototypen so weit, dass ich damals den Eindruck hatte, jetzt können wir das in die Serie bringen. Ich hatte immer einen guten Kontakt zu den Forschern. Die Leute waren bekannt miteinander und wussten, was da so alles läuft. Dann haben wir ein Team gebildet, Herr Danner war der Teamleiter dafür. Mhm. Und wir haben ein interdisziplinäres Team zusammengefasst, was dann in wenigen Jahren dieses System zur Serienreife entwickelt hat, sodass wir es 98 bei der S-Klasse einführen konnten. Mhm. Kernthema war natürlich die Entwicklung des Radarsensors. Kommend aus dem militärischen Bereich, dort gab es solche Radarsensoren. Die Firmen, die sowas gemacht haben, waren in der Regel klein, haben sowas nur in Einzelstücken hergestellt, es gab keine Serien. Wir haben dann die Firma Dornier gefunden, die für uns diesen Radarsensor entwickelt hat. Aber es ist eine Entwicklungsfirma gewesen damals, die keine Produktion in größeren Stückzahlen machen konnte. Mhm. Sie hat uns dann an eine Firma in den USA verwiesen, die auch auf dem militärischen Sektor tätig war. Dort hat das Management gewechselt. Die haben dann entschieden, nein, wir wollen nicht in Serie bauen, haben eine weitere Firma gesucht. Und die war dann tatsächlich
in der Lage, in den damals benötigten Stückzahlen diesen Sensor zu entwickeln. Die Entwicklungsarbeit dieses Sensors war eigentlich die Hauptarbeit, hat gute 4 Jahre gedauert, bis wir tatsächlich so weit waren, dass wir sagen konnten, dieser Sensor ist okay. Mhm. Es gab natürlich dann noch weitere Dinge, die überwunden werden mussten. Radarstrahlen, na, da war natürlich die Frage, sind die gefährlich? Wenn da jetzt eine Frau mit dem Kinderwagen vorbeifährt. Nein, natürlich, wir mussten nachweisen und konnten nachweisen, dass die Energie dieser Radarstrahlen so gering ist, es ist weniger wie was heute aus einer guten Mikrowelle herauskommt, dass das zulässig ist. In der ersten Zeit hatten wir eine Limitierung, dass wir nur eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen damit ausrüsten durften. Das gilt heute alles nicht mehr. Heute ist ganz klar, das ist völlig ungefährlich und wir können den Radarsensor heute so kostengünstig anbieten, dass wir in der Lage sind, ihn nicht nur in Fahrzeugen mit der Distronik anzubieten, sondern jedes Mercedes-Fahrzeug hat heute einen solchen Radarsensor, auch ohne Distronik. Und dieser misst den Abstand nach vorne und warnt Sie, wenn Sie zu nahe auf ein Fahrzeug auffahren, akustisch und auch optisch im Kombi-Instrument. Ja. So, wenn Sie jetzt hier dem Vordermann folgen, Sie haben hier die Distronik auf 100 Kilometer eingestellt, wir fahren innerhalb Orts und der Vordermann fährt 50 und wir folgen ihm im sicheren Abstand. Ja. Den Abstand kann ich dann hier regulieren? Den Abstand können Sie regulieren. Der Minimalabstand ist 1 Sekunde, der Maximalabstand, den Sie einstellen können, ist 2 Sekunden. Und da wir die Distronic Plus fahren, kann der Wagen auch komplett zum Stillstand kommen? Wir fahren hier die 2. Generation. Da ist die Reichweite des Radarsensors schon etwas mehr. Ja. Das Fahrzeug kann bis 200 Kilometer Abstand halten und kann auch bis zum Stillstand abgebremst werden mit einer maximalen Verzögerung von 4 Meter pro Sekunde. Mhm. Wenn das nicht reicht, dann macht es Piep Piep und Sie sind aufgefordert, selbst die Bremse zu betätigen. Das kenne ich aus meinem 211er. Ja. Und wenn der Bremsen ab ist auf den Stillstand, Sie müssen dem Fahrzeug dann selbst sagen, dass es wieder anfahren soll, entweder indem Sie den Tempomathebel zu sich heranziehen oder indem Sie ein bisschen Gas geben. Mhm. Dann ist es wieder aktiv. Ja. Alle diese Dinge sind natürlich heute einen ganzen Schritt weiter, sodass in einem bestimmten Zeitfenster auch ein Fahrzeug wieder von allein anfährt, wenn der Vordermann wegfährt. Ja. Was mich noch interessieren würde, vor allem zu der frühen Geschichte des Distronic, Prototypenentwicklung, stimmt es, dass es auch schon 126er Prototypen gab damit? Ja, ja, kam das erst, ja, das stimmt. Also die Entwicklung in der Forschung und Vorentwicklung ging bis in die 70er Jahre. Ach, also zwischen 1975 und 80 sind die schon mit solchen Radar-Dingen rumgefahren. Das waren relativ große Kästen, die an der Front des Fahrzeugs befestigt waren. Wir wollten natürlich, diese großen Kästen konnten wir nicht haben. Ein Problem war natürlich auch, diesen Sensor in die Kühlermaske einzubauen. Da ist ja bei den Fahrzeugen ohne Stern auf der Haube, ist ja der große Stern in der Maske. Mhm. Da brauchte man einen ganz bestimmten Kunststoff, der die Radarstrahlen ungestört durchlässt. Ja. Also da dürfen Sie nicht irgendwas da vorne dran machen, sonst geht das nämlich nicht. Also dieser Kunststoff musste auch gefunden werden. Das war eine lange Prozedur, bis das alles funktioniert hat. Ja. So, jetzt gibt der Kollege da vorne ganz schön Gas. Ich habe mal auf 120 km/h erhöht. Ja, ja. Jetzt fängt er uns gleich wieder ein. Er fängt uns dann gleich wieder ein. So, er hat uns schon wieder. Ja. Und holt uns wieder runter auf die 100, die er gerade fährt. Jetzt ist ja noch ein sehr spannendes Thema. Wir fahren, na gut, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich dazu, falls wir auf der Autobahn das mehrspurig jetzt haben, das System. Was ich mich auch immer frage bei meinem 211er, wie erkennt er an der Lenkradstellung, welches Fahrzeug, welche Fahrspur gemeint ist? Hat also, er schon eine frühe Fahrschlaucherkennung? Also Die Lenkung ist immer wieder bei, denn wenn Sie jetzt so eine Kurve fahren, muss natürlich der Radarstrahl etwas nach links gebogen werden. Falls das war nicht korrekt ausgedrückt. Ja. Der Radarstrahl wird natürlich als solcher nicht gebogen, aber wird geschwenkt. Mhm. Ach, das wird er tatsächlich? Ja, ja. Ah ja, weil ich hatte immer gedacht, okay, der hat dann verschiedene Sektoren, die er kennt. Also der hatte 3 mal 3 Grad. Mhm. Das ist die neue Metrik, ist eine Überlappung. Also durch die Überlappung kriegt man auch eine Orientierung. Okay. Also das heißt, wenn ich jetzt mal einen kreisrunden Sensor im 12er angucke, den ich da vorne habe, dann hat der verschiedene Sektoren. Ja, wir haben ein Modell da, so eine Glasfront, da kann man die auch sehen. Und wenn Sie in der Kurve fahren, werden natürlich dann quasi
die eine oder die andere Seite mehr ausgewertet. Okay. Wir erkennen ja auch, und das ist ja ein großer Vorteil vom Radar oder von unserem Radar, die Randbebauung. Also wir erkennen den Fahrbahnrand und wenn der sich natürlich krümmt, dann wissen wir ja auch, wo unser Vordermann zu suchen ist. Ja. Das ist ja auch so eine Sache, wenn ich dann mal mir eine Achsvermessung machen lasse in meinem Fahrzeug. Nicht vorfahren, weil jetzt fährt er hinter unseren Rücken frei zu halten. Dann muss das ja so, auch immer so ein bisschen nachjustiert werden. Dann weiß ich nicht, wie das ist. Normalerweise haben wir hier jetzt einen Fahrerwechsel. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Ihren Aufnahmen ist, ob Sie noch was brauchen und ob man weiterfahren muss. Ja, theoretisch würde ich weiterfahren, weil das wäre jetzt noch ein interessantes Thema. Müsste mal mit... Ich frage mal. Der Katharina reden. Das ist völlig richtig erkannt. Früher mussten die Sensoren wirklich im Werk justiert werden. Heute mussten die sich quasi selbst. Also man kann mit der Gießentoleranz den Sensor einbauen. Wir würden ja am liebsten so weiterfahren, geht das? Wir möchten so weiterfahren. Ja. Wenn Ihr Kollege quasi das nicht, wenn der darauf verzichtet, das zu fahren, dann können Sie gerne noch so sitzen bleiben. Okay. Ja, das machen wir. Das können wir machen. Okay, dann fahren Sie noch eine Tour weiter. Das ist doch gut. Johannes, die Speicherkarte ist voll. Ja, das ist nicht so schlimm. Dann Sie sind jetzt der Erste, der das halt mit Kamera und Mikrofon macht. Ja. Und insofern war die Etappe einfach noch ein bisschen kurz. Ne? Ja, weil Sie haben sicher mal ein paar Fragen. Ne? Ja, vor allen Dingen eine Menge zu der frühen Geschichte. Das Auto 2000 hatte den noch nicht drin. Ne? Kein Prototypen vom Radar damals. Mit Auto 2000, was meinen Sie dann? Den Showcar. Ja, dieses Showcar damals, 1981. Der hat ja witzigerweise alles Mögliche gehabt. Also die Showcar, in Showcars haben wir immer solche Dinge schon mal angedeutet. Mhm. Also ob das jetzt funktionsfähig war. Der hatte so ein LCD-Kombi-Instrument schon. Das weiß ich nicht, ob das drin war. Aber solche Dinge, die wir davor hatten, haben wir da immer schon mal gezeigt. Ja. Manchmal nur als Dummy, aber manchmal auch schon als funktionsfähiges Gerät. Mhm. Wissen Sie das dann auch, ob das in dem Showcar wissen Sie auch nicht. Ja. Das heißt, was hat dann so lange gedauert für die Serienreife? Was war die größte Schwierigkeit bei der Sache? Also zunächst einfach mal der Radarsensor. Ja. Die Kosten auch. Kosten und auch Funktionalität. Mhm. Diese beiden Dinge zusammen, das war die Kerngeschichte, wenn man diese richtigen Signale hatte. Dann hat es ja gerade erzählt, man musste ja auch die Kurven erkennen, also man musste auch die Randdinge erkennen. Ja. Man musste den Gegenverkehr ausblenden, das war noch die einfachste Geschichte. Ja. Aber diese Dinge, die sicher hinzukriegen, dass man das unter allen Bedingungen nutzen kann, das braucht seine Zeit und da muss einem viel einfallen dazu. Und da steht man immer wieder vor Hürden, wo man nicht weiß, wie man drüber kommen muss. Und das dauert halt. Ja. Also wenn Sie es vergleichen, Sie hätten eine Kamera mit 3 Pixeln. Ja. Ja, stimmt. Man kann nur hell dunkel. Machen Sie mal was aus den Signalen. Das stimmt. Also das zum einen, man muss natürlich die Auswertung, die dahinter steckt, entwickeln. Mhm. Haben alles selber gemacht, auch die Regelungen dazu. Und Sie müssen natürlich auch eine Hardware entwickeln, die unter allen Bedingungen automotiv funktioniert hat. Das, was man vorher hatte, das war ja alles eher so Militär, Flugzeugbereich, wo Geld und Platz keine Rolle spielen. Mhm. Hauptsache die Funktion ist da. Mhm. Dann durften wir nur mit sehr geringer Energie überhaupt senden. Das sind 200 Mikrowatt. Ja. Das ist nichts. Ja. Jedes Handy strahlt da viel, viel mehr. Dann haben Sie das Problem Verschmutzung. Jede kleine Verschmutzung wird dann wahrscheinlich das beeinträchtigen bei einer geringeren Leistung. Auch das mussten wir erkennen. Das ist ganz schwierig. Fahren wieder auf die Autobahn. Auch da wird der Vergleich mit den Menschen, wenn Sie schlecht sehen, das merken Sie nur im Vergleich mit anderen. Ja. Wenn Ihr Beifahrer schon das Abbiegeschild viel früher erkennt als Sie, dann kommen Sie mal auf die Idee, oh, da stimmt vielleicht was nicht. Ja. Jetzt haben wir natürlich vom Radarsensor her keinen Vergleich. Ja. Wie machen Sie das? Das geht nur über statistisches Verfahren. Ich bin es nicht. Was natürlich wiederum eine gewisse Zeit braucht. Das heißt, Sie fahren dann auch unter Umständen mal ein paar Meter so im unsicheren Bereich. Ja. All diese Verfahren mussten wir entwickeln. Das ist heute Standard. Da diskutiert man nicht lange rum. Genauso wie die Justage. Wie justiert man so einen Sensor? Ja. Da muss man Anlagepunkte im Gehäuse haben. Jetzt sind Sie hinter dem. Ja. Er hat gepiept, weil er gerade einen holen will. Aber wenn Sie jetzt rausgehen, dann regelt er auf die von Ihnen gesetzte Sollgeschwindigkeit, bis er wieder einen Vordermann einfängt. Ja. Dann all diese Methodiken, wie fabriziere ich das im
wenn der Strahl auch nur eine Kleinigkeit abweicht, dann kriegen Sie Fehlsignale. Ja. Also es muss genau mit dem Fahrzeug justiert sein. Ja, gerade wegen der Fahrspurenkennung. Ja, ja. Woher weiß das Radar jetzt, dass ich nicht da diesen das Konkurrenzprodukt meine, sondern die A-Klasse? Und dann kam, glaube ich, eins hinzu. Die Zusammenarbeit mit der Geschwindigkeitsregelung des Tempomaten. Ja. Das darf ja nicht ruckartig gehen, sondern es muss weich gehen. Es muss aber rechtzeitig gehen, dass man also die notwendige Verzögerung kriegt. Es muss dann warnen, wenn es nicht reicht, also mindestens in dieser Phase. Mhm. Das sind alles Dinge, die viel Erprobung und viel Gehirnschmalz brauchen, um Lösungen zu finden, dass das den Komfortstand erreicht, den Kunden erwarten und den wir natürlich bieten müssen. Mhm. Dann ja auch in den späteren Ausbaustufen dann ja auch noch beeinflusst durch die Fahrdynamikeinstellung, wenn ich jetzt hier auf S gehe, dass es dann auch wahrscheinlich ein bisschen schneller auffahren kann als bei C. Ich glaube, das ist so bei der S-Klasse. Ja, bei den neuen Systemen ist es so. Ja. Wir hatten es abhängig vom Abstand. Also wenn Sie einen größeren Abstand nehmen, dann wurde die Regelung etwas weicher, etwas nachgiebiger. Und wenn Sie einen geringeren Abstand haben, schon auch mal härter zugreifen. Ja. Das ist, was ein Normalfahrer ja auch macht, wenn man so einen Abstand ist, dann kann man ja auch ein Stück weit Luft brauchen, um seine Passagiere vielleicht etwas zu schonen. Und so haben wir das ja auch nachgebildet. Und die Begrenzung der maximalen Bremskraft war, warum wurde das gemacht? Ja, ich meine, Sie haben ja auch Hintermänner. Ja, klar. Man will ja nicht sofort einen Anker werfen. Eben. Genau. Deswegen haben wir auch angefangen damals mit 2 m/s im Quadrat als maximale Verzögerung und erst später mit mehr Erfahrung haben wir uns getraut, durch die 4 m/s im Quadrat zu gehen. Und das heutige System kann natürlich im Notbremsfall natürlich alles. Ja. Das hatte eigentlich mehrere Aspekte. Ein Aspekt war auch, dem Kunden immer wieder die Systemgrenzen vor Augen zu führen. Nicht, dass er meint, der macht schon alles, wo sich da ein bisschen eingegroovt hat und kooperativ gefahren ist, dann konnte das System schon recht viel, auch in den Anfängen. Und den Kunden auch immer wieder vor Augen zu führen, das System hat seine Grenzen. Sind wir da bewusst auch nach unten gegangen, dass er das auch in schöner Regelmäßigkeit immer wieder erlebt. Mhm. Und das immer wieder bewusst zu machen. Das ist nur ein Assistenzsystem mit Grenzen, die muss man ihm ja auch immer wieder aufzeigen. Ja. Ja, schon beeindruckend. Wenn das auch noch im 140er gekommen wäre, dann wären die Leute gar nicht mehr gewusst, was sie machen sollen. Der 140er war ja schon so ein Über-S-Klasse. Ja, diese natürlich. Funktion noch gar nicht. Da waren wir noch nicht ganz so weit. Wir fahren hier auf dem Parkplatz. Ja. Also wir hatten einige. Da gab es 140er, die das drin hatten. Ja. Als Erprobungsträger. Ja, das schon, aber wir waren noch nicht so weit, dass wir in See gehen konnten. So, mal gucken, was wir jetzt machen. Der 220 damals war tatsächlich ein Innovationsträger. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir insgesamt 30 Innovationen darin gehabt. Mhm. Ja. Größere und kleinere. Ja, ja. So, jetzt glaube ich, müssen wir doch wechseln. Aber ja, das war auf jeden Fall wunderbar. Vielen Dank. Okay. Seit 1978 hat Mercedes-Benz in der S-Klasse das Antiblockiersystem ABS eingeführt. Das war ein wichtiger Beitrag zur Fahrsicherheit und eine Innovation, die damals mindestens so spektakulär war wie heute für viele Menschen das automatisierte Fahren. Natürlich war damals die Mentalität vieler Autofahrer eine große Herausforderung. Viele Autofahrer waren damals der Meinung, dass sie natürlich besser fahren können als ein elektronisches System und dass sie dieses System gar nicht brauchen. Heute würde niemand mehr auf die Idee kommen,
ohne ABS fahren zu wollen und auf die Idee zu kommen, zu sagen, ich kann es selber besser. Wir machen die Erfahrung, dass die Assistenzsysteme von vielen Fahrern heute als großer Komfort- und Sicherheitsgewinn verstanden werden, was sie ja auch sind, und dass persönliche Befindlichkeiten dahinter zurücktreten. Und wenn man dann doch mal zu viel kriegt von den vielen elektronischen Helferlein, dafür gibt es ja immer noch die Klassiker. Ich kann nur jedem empfehlen, sich ebenfalls einen Old- oder Youngtimer zuzulegen. Einfach fürs Herz und weil es noch nicht verboten ist, wer weiß wie lange noch. Und wenn ihr euch für einen alten Daimler entscheidet, dann könnt ihr euch am ehesten darauf verlassen, dass die wichtigsten Sicherheitsfeatures bereits an Bord sind und dass sie auch noch funktionieren. So wie bei diesem traumhaften C140 mit seinem damals neumodischen ESP. Vermutlich ebenfalls ein Bandabgänger. Aber weil es jetzt sowieso egal ist, ob er ein paar Mikrokratzer mehr oder weniger abbekommt, habe ich mich dann auch mal ans Steuer gesetzt. So, jetzt fahre ich zum ersten Mal C140 und mache jetzt gleich hier so ein fahrdynamisches Experiment, ohne zu bremsen. Weil der Deppe mich da reingequatscht hat. Im schlimmsten Fall wäre es trotzdem ein schöner Tod, also für den 140er. So. Der war ein krass kleinen Wendekreis, hätte ich nicht gedacht. Philipp und mich wird die Sicherheitstechnik an Bord vor dem Schlimmsten bewahren. Okay. Okay, bahnfrei, auf geht's. 70 hast du gesagt, 70. Ohne zu bremsen. Ohne zu bremsen. Gas weg an der ersten Pylone. Naja, das war nicht wirklich, das war nicht wirklich 70. Sauber reingefahren, etwas weniger Geschwindigkeit als eben. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Ja, ich fass noch mal. Jetzt nächste Runde dann noch ein bisschen was draufpacken. Ja. Ich habe mich nicht getraut. Muss ich antasten. Einlenken nach links und abrupt zurücklenken wieder in die Spur. Man traut sich das halt nicht mit so einem Klassiker hier irgendwie. Ist man schon so ein bisschen, da hat man Respekt. Der Elefant. Okay, Bahn steht für Sie, auf geht's. Voll durchbeschleunigen, 70 km/h auf die Uhr kriegen. Dann abrupt Gas wegnehmen, dass wir Druck auf der Vorderachse haben und rechts. Jawohl, sauber. Leichtes Querstehen und Bremse dazu. Denn die Kurve ist nicht mehr Bestandteil der Station hier, also da wirklich Geschwindigkeit am Bord. Und Bahn frei in der Achse. Was ich diesem Auto zugemutet habe, dafür komme ich in die Hölle. Und du hast mich da reingequatscht. Okay, aber geil. Danke.